Okay, ich möchte euch jetzt alle herzlich begrüßen und ganz besonders hier unsere Speaker Constanze Kurz, OZAPF THS, Frank Rieger und Ulf Burmeier. Ja. Und sie erzählen uns was über den Staatstrojaner. Ist das Mikro an? Ja. Also wir bedanken uns sehr für das große Interesse und wollen in einem Schnelldurchlauf von nur 2 Stunden die Sache mit dem Staatstrojaner nochmal aufarbeiten. Also das eine ist, dass wir eine kurze Einleitung geben über die Vorgeschichte. Wir bemühen uns, die knapp zu halten. Ich denke, die meisten werden einige dieser Schritte schon kennen, aber wir wollen sie nochmal zusammenfassen. Dann werden wir namentlich unser Top-Jurist Ulf Burmeier nochmal eine juristische Einordnung geben und wir werden nochmal kurz über das Urteil reden. Dann kommt der erste technische Teil. Das heißt, die erste Version, die wir analysiert und dann veröffentlicht haben und wir werden nochmal die Details darin ansprechen. Und in einem zweiten Schritt dann auf die zweite Veröffentlichung des Staatstrojaners eingehen, die neueren Datums ist und werden natürlich am Ende zu einer Bewertung kommen und zu einem Forderungskatalog, den wir in langen, harten Kämpfen erarbeitet haben. Wir haben, glaube ich, mit dem Staatstrojaner eine Debatte ausgelöst, die wir natürlich auch wollten, aber von der wir finden, dass sie jetzt noch nicht zum Ende kommen sollte, weil die Lösung, die bisher, also quasi die Reaktion, die erfolgt ist, noch nicht ausreichend ist aus unserer Sicht. Und auch deshalb wollen wir natürlich nochmal auf die Details eingehen und versuchen, über zukünftige Trojaner oder eben nicht zukünftige Trojaner zu sprechen. Okay, Männer, ihr dürft auch was sagen, ne? Ihr wisst ja. Also es gibt gewisse Vorgeschichte, die beginnt nicht erst mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sondern die beginnt eigentlich schon ein Jahr früher, als der Bundesgerichtshof den Beschluss fasste, dass die per Erlass erlaubte Trojanisierung von Rechnern rechtswidrig sei und dass es keine Rechtsgrundlage gäbe. Und dann hatten wir das erste Gesetz, die meisten werden sich erinnern, das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen und für den CCC auch ein wichtiges Datum, da wir erstmals auch eine Stellungnahme abgeben durften und dieses Verfassungsschutzgesetz wurde in Karlsruhe angegriffen und zwar erfolgreich, denn darin war der Trojaner erlaubt, aber das Gericht hat den später verfassungswidrig erklärt. Das ist sozusagen die Vorgeschichte und schon die erste große Diskussion, die mindestens, glaube ich, so lange geführt wurde wie um den Staatstrojaner. Also darf man das, soll man das, welche technischen Grundlagen sollte man da eigentlich verwenden, wer soll das dürfen und unter welchen Schranken? Mal weiter. Ja. Ich wollte das nicht bedienen. Muss ich das selbst bedienen? Okay. Ja. Oh, das verkehrt rum geklickt. Wusch. Also es gab selber geklickt. Ja, ja, ja. Genau. Doppelklick. Ja. Es gab eine interessante Anhörung zu dem Beschwerdeverfahren gegen die Online-Durchsuchung, wo vor allen Dingen Professor Heckmann, der Vertreter der Landesregierung war, für wirklich viel Heiterkeit sorgte. Und wir haben hier so ein Zitat, an das sich vielleicht noch einige erinnern aus der Anhörung. Denn Professor Heckmann als Vertreter der Landesregierung sagte, also es geht ja hier gar nicht um das Auslesen des gesamten Festplatteninhalts, worauf der Verfassungsgerichtspräsident, der damals ja noch im Amt war, Hans-Jürgen Papp, hier dann so seine Augenbraue hochzog und meinte, ob wir denn tatsächlich vom gleichen Gesetz reden würden. Also es war so ein bisschen Erheiterung im Publikum damals, also für uns eigentlich eine relativ neue Erfahrung. Also es war so eine mit der heitersten Anhörung in Karlsruhe. Wir haben ja nun einige uns angeguckt, aber die war definitiv mit dem höchsten Showwert, vor allen Dingen, weil der Heckmann da halt so dermaßen geloost hat und eine Klatsch nach der anderen vom Gericht einfing. Dass man sich dann schon fragte, warum denn ausgerechnet die Regierung diesen Mann als ihren Prozessvertreter da bestellt hat. Und ja. Insbesondere halt die Augenbrauenbewegungen des Vorsitzenden waren doch sehr erheitert, ja. Ja, das war in der Tat großes Kino, muss man wirklich sagen. Also Professor Heckmann hat immerhin einen Lehrstuhl für Internetrecht an der Uni Passau, das muss man sagen. Und sein Twitter-Nix irgendwie der E-Law-Prof, wenn mich nicht alles täuscht. Also er hat schon so diesen Claim, ich bin Mr. IT im deutschen Staatsrecht. Ne? Und man muss allerdings zur Fairness dazu sagen, dass das natürlich auch ein Himmelfahrtskommando war. Also im Grunde war schon vor dieser Anhörung in Karlsruhe
jedenfalls so den juristischen Insidern klar, dass das Gesetz gekippt werden würde. Die Frage war eigentlich vor allem, mit welcher Begründung. Also es gab bei dem Gesetz auch eine ganze Reihe von formellen Fehlern. Wenn man also ein Gesetz erlässt, das Grundgesetz, das Grundrechte einschränkt, dann muss man so bestimmte formale Anforderungen schon erfüllen. Und schon daran hat es gescheitert. Also Karlsruhe hätte im Grunde auf 5 Seiten das Gesetz abschießen können. Das haben sie aber nicht getan. Sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich gerade auch wegen dieser sehr, sehr deutlichen Anhörung haben sie dann eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Entscheidung gefällt. Aber wir haben zunächst mal noch so eine kleine Folie, die was zu den Stellungnahmen sagt. Wir hatten da auch jemanden vom Club da, Andreas Bog hat... Im Konformantenanzug, total sexy. Andreas.org hat also wirklich da wunderschön eine Stellungnahme abgegeben und Andreas Pfitzmann, der viel zu früh verstorbene Informatiker aus Dresden, hat auch nochmal sehr plastisch gemacht, dass man sich Computer eben nicht nur als große graue Boxen vorstellen darf, sondern dass die IT natürlich längst weitergeht. Er hat dann Zukunftsvisionen so ein bisschen an die Wand gemalt von implantierbarer IT, von implantierbaren Rechnersystemen, die dann eben unter der Haut sitzen und dann quasi wirklich zur zweiten Persönlichkeit werden. Also und, man muss dazu sagen, das Gericht sind ja nun alles, also im Schnitt etwas ältere Herrschaften. Und in dem Augenblick, wo der Professor Pfitzmann Hörgerät sagte, wussten alle Richter, wovon er spricht. Also die vielleicht noch, also die Stellungnahmen unterscheiden sich von der Anhörung natürlich in gewisser Weise. Die Stellungnahmen sind in der Regel ja schon sehr differenziert, aber in der Anhörung selbst wird natürlich nochmal nachgefragt, da ja die Gutachter hier bei der Untersuchung alle technische oder zumindest technische Statements im weitesten Sinne abgegeben haben, bis auf eine Ausnahme, war es so, dass einfach die Richter viel nachgefragt haben und vollkommen klar war, dass sie die Inhalte der Stellungnahmen vollumfänglich durchdrungen hatten und auch technisch auf einem sehr hohen Niveau debattiert haben. Und entsprechend waren wir eigentlich anders als bei anderen Anhörungen in Karlsruhe sehr gespannt auf das Urteil. Also wir haben alle nach der Anhörung gesagt, naja, das wird nichts mit diesem Gesetz, aber trotzdem war natürlich spannend, was im Urteil eigentlich stehen wird. Ja. Also strategisch war das natürlich auch für die, sagen wir mal, eher konservativen Richter vergleichsweise einfach, hier die Hand zu heben für ein deutliches Urteil. Und zwar einfach, weil das Ergebnis klar war. Also es war im Grunde von vornherein klar, dass man dieses Gesetz nicht würde halten können. Insofern war das jetzt nicht mehr der Punkt, wo man so lange nachdenken musste. Aber da konnten sie dann eben auch mal einer Entscheidung zustimmen, die sehr, sehr deutliche Worte findet. Und was ich aber sehr schön fand, also einer der Gedanken, der aus der Anhörung stammte, ist diese Geschichte vom Fuß in der Tür. Ne? Das ist also im Grunde nur eine Form von Online-Durchsuchung gibt, dass also alles Gerede von allen möglichen verschiedenen Formen und wir schauen nur mal hier und nur mal da und wir beschränken doch diese Maßnahmen und so, dass das im Grunde alles Kosmetik ist und das ist einer der Gedanken, der, denke ich mal, auch bei den Richtern vernünftig angekommen ist. Der Trojaner ist der Fuß in der Tür und wenn man einmal drin ist im Rechner, dann hat man eben die Kontrolle und da sollte man sich eben auch von schönen Worten von manchen Interessenträgern eben nicht blenden lassen. Letztlich, also mit Spannung erwartet, kam dann am 27. Februar die Entscheidung mit dem neuen Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Im Allgemeinen unter den Juristen IT-Grundrecht genannt. Nicht zwar eine eher unpassende Wortwahl, aber so wird es halt genannt. Ja, naja. Ja, wir haben ja versucht, dann irgendwie andere kurzen Namen für dieses Gesetz zu definieren, sowas wie digitale Intimsphäre zum Beispiel. Aber so richtig hat sich es dann nicht durchgesetzt und wir haben dann halt alle fleißig geübt, dass wir den offiziellen Titel dieses Grundrechts fließend aussprechen können, ohne uns zu versprechen, weil wir ihn dann doch teilweise sehr häufig sagen mussten in Vorträgen oder in der Pressearbeit. Aber interessant an dieser Verkündung dieses Grundrechts war, dass alle im Saal doch schon ziemlich beeindruckt waren. So, also weil die Verkündung eines neuen Grundrechts haben wir zuletzt 1984, glaube ich, gehabt, ne? Mit dem Volkszählungsurteil. Ja, Dezember 83. 83, ja. Das heißt also, es passiert eben mal so, keine Ahnung, alle 20 Jahre mal, wenn überhaupt so. Das heißt also, da haben wir schon Geschichte live gesehen. Da. Wir hatten auch irgendwie, nach dem Urteil ist ja alles schon so ein bisschen her, die Debatte kam zu einem Ende. Die Politiker haben natürlich alle wie immer gesagt, ja, wir sind sehr dankbar für die Klarstellung aus Karlsruhe und so. Also alle waren eigentlich froh und das Urteil ist auch im Wesentlichen sehr detailliert und wir hatten eigentlich damit in gewisser Weise die Debatte als zunächst vorläufig beendet angesehen und wir haben in unserer Naivität, zumindest viele von uns haben angenommen, dass das Urteil mal schlicht beachtet würde. Dem war dann ja nicht unbedingt manchmal so. Sind wir auch noch jung und naiv, nicht wahr?
Aber weil es so schön ist, ja, weil es so schön ist, dass Karlsruhe mal Grundrechte ausdehnt, beziehungsweise in diesem Fall ein neues Grundrecht herausliest aus dem Grundgesetz, weil es einfach so schön ist, wollen wir einfach ein paar von diesen Formulierungen uns nochmal zusammen auf der Zunge zergehen lassen. Nein, nein, in Wirklichkeit hat uns der Jurist hier gezwungen. Ja, ich habe da so ein bisschen was zugeliefert. Nein, das stimmt schon. Es sind in der Tat, wie immer bei Juristen, vergleichsweise lange Formulierungen, aber ich finde, sie haben eine gewisse Erotik und... Subtil, ja, subtile Erotik. Und außerdem werden wir auch immer im Verlauf dieses Talks noch darauf zurückkommen. Da gibt es immer wieder Formulierungen, die auch wichtig sind. Aber das zum Beispiel muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also für die meisten im Saale ist das wahrscheinlich jetzt keine große Neuigkeit. Dass sich Persönlichkeitsgefährdungen aus dem verbreiteten IT-Einsatz ergeben, das ist so ganz langsam auch vielleicht eingesickert so in die Mainstream-Medien. Aber jedenfalls am Frühjahr 2008 war das noch nicht Mainstream, aber natürlich eine uralte Forderung des CCC. Insofern waren wir da auch sehr glücklich, dass das sich mal in den ehrwürdigen grauen Bänden aus Karlsruhe fand. Ja, dann, das haben die Richter auch noch so ein bisschen weiter begründet, ne? Es können sich auf den Systemen eine Vielzahl von Daten finden mit Bezug zu den persönlichen Verhältnissen, sozialen Kontakten und den ausgeübten Tätigkeiten des Nutzers. Also das ist im Grunde das, was dann der wichtigste Verfassungsrichter, der also diese Entscheidung federführend bearbeitet hat, Professor Hoffmann-Riem aus Hamburg, also das ausgelagerte Gehirn genannt hat, ne? Das heißt also, wir haben es nicht mehr nur zu tun mit einer etwas avancierten Schreibmaschine, sondern brauche ich hier in diesem Saal, glaube ich, nicht weiter auszuführen, Nein. Wo die große Bedeutung ist. Okay. Und jedenfalls ist es aber doch einfach schön, das auch mal zu lesen von aus so berufenem Munde. Gut, machen wir die nächste Seite. Ne? Genau. Und ja, das ist letzten Endes der Kernsatz dieser Entscheidung, nicht? Dass also aus der Bedeutung der Nutzung informationstechnischer Systeme, ja, vulgo Computer, aber zum Beispiel auch Handys, ne? Und das ist zum Beispiel auch eine der spannenden Ideen aus der Entscheidung, dass es gerade nicht beschränkt ist auf den klassischen Computer, sondern auf ein informationstechnisches System. Und das ist eben ein weiter Begriff, der kann ausgelegt werden. Und insbesondere sind Smartphones ausdrücklich genannt in der Entscheidung. Ne? Also wer hier mit iPhone oder einem kleinen Androiden durch die Gegend läuft, der stellt sich damit automatisch auch unter den Schutz dieses neuen Grundrechts. Genau. Und da jedenfalls aus der Bedeutung folgt ein grundrechtlich erhebliches Schutzbedürfnis. Und das hat das Gericht dann auch noch weiter ausgemalt, was denn das eigentlich bedeutet, wenn man so ein erhebliches Schutzbedürfnis hat. Genau. Das ist doch ein sehr schönes Zitat von Sanz. Ja, also letztlich, wir waren eigentlich alle nach dem Urteil ziemlich zufrieden. Auch dass Rechner und Mobiltelefone als anerkannt ist, als dass wir sie benutzen jeden Tag. Damals war das noch wirklich eine Nachricht, ist ja noch schon ein paar Jahre her. Wir haben hier nochmal aus dem, in dieser Zeit, kurz vor dem Urteil entstandenen, nach dem Urteil. Kurz nachher, ja. Nee, gar nicht, August 2007, also während der Diskussion in Karlsruhe. Entstandenen Fragenkatalog, denn die SPD-Bundestagsfraktion hatte damals ans BMJ, also Justizministerium und Innenministerium, längliche Fragenkataloge losgelassen. Und wir haben hier die Frage nach dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Denn auch dieser sogenannte Kernbereich der privaten Lebensgestaltung war natürlich in den Stellungnahmen und in den Anhörungen und letztlich in dem Urteil sehr wichtig. Das ist, wenn ich im Volksmund die digitale Intimsphäre nennen würde. Also nein, die Intimsphäre überhaupt, also ja. Ohne digital. Also der Bereich der innersten Gedanken eines Menschen. Und darum ging es natürlich, und hier hat BMI eine griffige Antwort gefunden. Also es ging ja da gar nicht bei dem RFS, was übrigens Beamtendeutsch für Remote Forensic Software ist, also die Online-Durchsuchung im Beamtendeutsch. Warum so heißt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wegen der internationalen User Group, damit man einen gemeinsamen Begriff findet. Na, die Produkte heißen halt so. Also ich meine, die heißen halt Remote Forensic irgendwas. Toolkit. Auf jeden Fall ist also der Trojaner nicht etwa eine Spionagesoftware, sondern lediglich ein technisches Mittel zur Datenerhebung. Also der ganzen Frage nach dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, dem wurde eigentlich überhaupt nicht Rechnung getragen. Also es ist eigentlich ziemlich kennzeichnend für diese ganze Debatte, dass gerade von Seiten der Politik versucht wird, immer völlig unpassende Analogien aus dem analogen Leben zu finden und die dann zu etablieren. Also zu sagen so, ja, naja, also so eine Online-Durchsuchung ist eigentlich nichts anderes als eine Hausdurchsuchung, so wo man halt die Festplatte beschlagnahmt und ähnliche Dinge, die halt völlig unzutreffend sind, aber mit denen man halt versucht, irgendwie Meinung zu machen. Also insgesamt bin ich ein bisschen unzufrieden mit den Tatsachen, die im Urteil stehen zum Kernbereich, denn ursprünglich galt ja mal der absolute Schutz dieses Kernbereiches, der kommt gleich.
Das kommt noch aus diesem Urteil zur Schlafzimmerwanze, also zum großen Lauschangriff. Und da war damals noch festgehalten worden, dass dieser Schutz dieses Kernbereiches absolut ist. Da darf also nicht eingegriffen werden. Das ist leider aufgeweicht worden. Aber wir wollen jetzt erstmal im Einzelnen darauf eingehen, unter welchen konkreten rechtlichen Schranken die Online-Durchsuchung nach dem Urteil zulässig ist. Und müssen wir uns jetzt alle merken, weil wenn wir nachher den technischen Teil haben, dann müssen wir es vergleichen. Jo, das ist ein Satz aus der Entscheidung zur Online-Durchsuchung, einer der zentralen Sätze, nämlich nach der Feststellung, dass es so ein neues Grundrecht gibt, schreibt das Gericht auch gleich rein, unter welchen Voraussetzungen man in dieses Grundrecht eingreifen darf. Es gibt im Grunde keine Grundrechte, in die man gar nicht eingreifen darf. Die einzige Ausnahme ist die Menschenwürde. Also darf man auch in dieses sogenannte IT-Grundrecht eingreifen, aber wegen der großen Bedeutung, die wir gerade uns angeschaut haben, wegen dieser großen Bedeutung sind die Hürden sehr, sehr hoch. Also wir brauchen tatsächliche Anhaltspunkte, Klammer auf, nicht nur Fantasien eines Polizeibeamten, sondern irgendwas Greifbares. Diese tatsächlichen Anhaltspunkte müssen auf eine konkrete Gefahr hindeuten, also eine Gefahr, wo unmittelbar ein Schaden bevorsteht. Und dieser Schaden, beziehungsweise die Gefahr genau genommen, muss drohen für ein überragend wichtiges Rechtsgut. Ja, zum Beispiel eine Online-Apotheke? Zum Beispiel eine Online-Apotheke, genau, das wäre zum Beispiel ganz wichtig zu wissen. Also Online-Apotheke, Konstanze verweist auf den Bayern-Trojaner, da kommen wir gleich noch zu. Merken wir uns, ja, Anhaltspunkte, konkrete Gefahr, überragend wichtiges Rechtsgut. Das Gericht war aber schon ein wenig misstrauisch gegenüber den Sicherheitsbehörden und hat deswegen nochmal genau hingeschrieben, was denn eigentlich solche überragend wichtigen... ja. Ich hatte verschiedentlich Gelegenheit, so ein bisschen zu hören, was man sich dabei gedacht hat. Und ein gewisses Misstrauen gegenüber Sicherheitsbehörden war da schon spürbar. Und deswegen haben die lieber mal reingeschrieben, was denn eigentlich überragend wichtige Rechtsgüter sind. Also wahrscheinlich ausgehend davon, dass die Urteile des Gerichts sowieso hinterher copy-pasted in Gesetze werden, dachte man sich, dann macht man die Kopiervorlage wenigstens richtig, oder? Das könnte man sich so überlegen. Ich meine, das ist ja einer der zentralen Problembereiche, ne? Wenn man sich mal die Karlsruher Entscheidung anguckt. Also eigentlich definieren die Verfassungsrichter die absolut äußerste Grenze dessen, was gerade noch so geht. Also wenn man so will, eine absolute Leitplanke dessen, was in einem Rechtsstaat gerade noch so unter größten Schmerzen und mit viel Augenzudrücken möglich ist. Und eigentlich ist es Aufgabe des Gesetzgebers, innerhalb der auf einer Skala von null Eingriffen bis zu den maximalen Eingriffen, die Karlsruhe definiert, irgendwo in der Mitte eine Abwägung zu finden zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, leider leben wir allerdings zurzeit in einem Staat, wo diese Abwägung in aller Regel so ausfällt, wie Frank es gerade gesagt hat. Man nimmt also die maximal möglichen Dinge, formuliert sie ein bisschen um und schreibt sie ins Bundesgesetzblatt. Also das kann man. Hast du aber impliziert, dass uns dieser Bundestrojaner irgendwie mehr Sicherheit bringen würde? Das will ich damit nicht gesagt haben, aber das ist zumindest die Argumentation, die dahinter steht. Und das finde ich in der Tat interessant. Die Formulierung ist Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheitsversprechen. Sicherheitsversprechen. Okay. Dankeschön. Bleiben wir bei der Terminologie. Auf jeden Fall wollte ich diesen kleinen rechtspolitischen Seitenhieb wollte ich doch nochmal loswerden. Also eigentlich soll abgewogen werden auf einer Skala, aber Copy and Paste ist irgendwie so zur Methode der Wahl geworden. Aber gut, wir haben also eine Definition aus Karlsruhe, Original. Was sind eigentlich überragend wichtige Rechtsgüter, ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, aber wenn man sich das so zu Gemüte führt, Leib, Leben, Freiheit der Person und so weiter, dann sieht man schon, dass es da eben quasi wirklich um die Wurst geht, also um zentrale Güter. Beispiel wären immer zum Beispiel Terrorangriffe, aber bei Freiheit der Person kann man auch an Entführungen denken, zum Beispiel erpresserischen Menschenraub, solche Geschichten. Aber zumindest bewegen wir uns im Bereich sehr, sehr hoher Strafen, ganz schwerer Straftaten oder wichtiger Gefahren. Dann aber kam der Sündenfall. Ja? Dann kam der Sündenfall, ist, glaube ich, Randnummer 186 in der Entscheidung zur Online-Durchsuchung. Da hat das Gericht sich nämlich überlegt, es muss aber doch eine Ausnahme geben. Wenn wir so hohe Hürden aufstellen für die Infiltration eines informationstechnischen Systems, dann müssen wir aber eine Ausnahme schaffen für die sogenannte Quellen-TKÜ. Eine unglaublich geschickte Wortwahl aus Sicht von Sicherheitsbehörden. Eine TKÜ, eine Telekommunikationsüberwachung, auf Deutsch Handy abhören, Telefon abhören, E-Mail mitschneiden, ist ja was absolut Normales. Ja, das ist also für die Polizei, für die Staatsanwaltschaften und für die Gerichte nichts Besonderes. Es gibt etwa 25.000 Mal im Jahr, dass ein Telefonanschluss abgehört wird. Insofern TKÜ zu verwenden für eine Online-Durchsuchung, für eine spezifische Form der Online-Durchsuchung, das war, muss man sagen, vom Wording her ein ganz geschickter Schachzug. Und ja, Frank. Na, es war halt ganz klar der Versuch, noch irgendwas zu retten. Also, und
Dementsprechend, wenn man das Urteil so liest, dann ist dieser Quellen-TKÜ-Absatz, wirkt da auch so ein bisschen fremdkörperig drin. Also meine Vermutung ist, dass es da halt irgendwie einen internen Deal gab oder so, keine Ahnung, also dass halt irgendwie irgendwas getradet werden musste. Interessant ist, dieser Absatz fängt halt an mit einem Zitat, in dem halt steht, der Computer wird aber infiltriert. Ja, also wenn, und deswegen muss man, also damit ist eine große Hürde überschritten und endet aber dann eben mit der, man kann eben die, die Ermächtigung mit der normalen Telekommunikationsabwehranordnung benutzen, um den, so eine Quellen-TKÜ durchzuführen. Also richtet sich nach § 10 Grundgesetz, war eben die Formulierung. Und genau darum dreht sich eigentlich alles, was jetzt danach kommt, genau um die Interpretation dieser. Also man muss das im Grunde verstehen als eine Ausnahme von den hohen Hürden, über die wir gerade eben gesprochen haben. Normalerweise gelten für die Online-Durchsuchung die hohen Hürden, aber es gibt eben die Ausnahme Quellen-TKÜ, wenn man mithilfe eines Trojaners in Anführungsstrichen nur Telekommunikation mitschneidet, also Dinge, die normalerweise von Artikel 10 Absatz 1 unseres Grundgesetzes geschützt sind, dann gilt eben nicht das neue Grundrecht, sondern dann gilt das gute alte Grundrecht aus Artikel 10 und damit ist es leichter möglich, eine solche Quellen-TKÜ durchzuführen. Allerdings sieht man, und das ist der Punkt, auf den der Frank gerade schon angesprochen hat, sieht man dieser Entscheidung geradezu das schlechte Gewissen der Richter an oder doch zumindest eine gewisse Sorge, dass diese Ausnahme ausgedehnt wird. Denn sie schreiben eben rein, das ist der Anfang dieses Absatzes, wenn ein informationstechnisches System zum Zwecke, auch nur zum Zwecke der TKÜ, infiltriert wird, dann ist mit der Infiltration die entscheidende Hürde genommen, um das System insgesamt auszuspähen. Das ist genau dieser Punkt mit dem Fuß in der Tür, über den wir eben gerade schon kurz gesprochen haben und den der Andreas damals auch so stark gemacht hat oder Professor Pfitzmann auch. Ne? Das ist genau der Punkt und der ist so eben auch im Urteil aufgenommen worden. Die entscheidende Hürde ist genommen, um das System insgesamt auszuspähen. Also die Quellen-TKÜ ist gerade keine normale TKÜ, sondern sie ist brandgefährlich, weil sie eben so viel mehr ermöglicht. Man darf das dann zwar nicht, aber man hat den Fuß in der Tür und man kann, was immer man will. Genau. Und weil das eben so brandgefährlich ist, hat das Gericht eben aufgeschrieben, Artikel 10 Absatz 1, die Telekommunikationsfreiheit, ist nur dann der alleinige Maßstab, wenn sich die Überwachung ausschließlich auf Daten aus dem laufenden TKÜ-Vorgang beschränkt. Also ist es eine Ausnahme von dem neuen Grundrecht, aber die muss ganz eng begrenzt werden auf Telekommunikation. Eben gerade keine Daten, die auf dem Rechner gespeichert sind, sondern nur Daten, die quasi unmittelbar abfließen in die Leitung hinein und die man normalerweise mit einer TKÜ erfassen könnte. Und, das ist der zentrale Satz, der uns heute noch öfter beschäftigen wird, dieses, also die Beschränkung, muss durch technische Vorkehrungen, auf Deutsch Software, und durch rechtliche Vorgaben, auf Deutsch Gesetze, sichergestellt sein. So. Die technischen Vorkehrungen, die wollen wir uns jetzt mal ansehen. Bei den rechtlichen Vorgaben haben wir nämlich nicht allzu viel anzusehen. Denn in den meisten hier betroffenen Bundesbehörden, die Quellen-TKÜ einsetzen, haben wir die ja quasi nicht. Genau. Wir haben noch eine kleine Problemfolie aufgemalt. Theorie und Praxis. Also Karlsruhe hatte das sich im Grunde wunderschön vorgestellt. Eigentlich gehen Online-Durchsuchungen nur unter hohen Voraussetzungen. Ausnahme Quellen-TKÜ. Und das muss eben sichergestellt sein, technische Vorkehrungen, rechtliche Vorkehrungen. Da dachten in der Tat erstmal alle Juristen, die das so gelesen haben, okay, dann brauchen wir also spezielle Gesetze, die strenge Vorgaben machen für die Software, die strenge Vorgaben machen für den Einsatz und die auf diese Art und Weise die Vorkehrungen von Karlsruhe sicherstellen. Deswegen sind in der Tat bis heute alle Verfassungsrechtler der Meinung, eine Quellen-TKÜ braucht ein spezielles Gesetz. Man kann das eben nicht mit dem normalen Gesetz, das normalerweise dazu dient, irgendwie gegenüber Vodafone anzuordnen, hört mal den Anschluss vom XY ab, sondern man braucht ein spezielles Gesetz. Wir wollen das nochmal betonen, also nicht, dass da irgendwie Zweifel aufkommen, weil die Landesinnenministerium und der Bundesinnenminister irgendwie immer anders darstellen über die Medien. Es gibt keine Verfassungsrechtler, die irgendetwas anderes schreiben im juristischen Schrifttum. Und wer behauptet, dass es irgendwie unter den Staatsrechtlern umstritten ist, der hat einfach nicht gelesen, was seit dem Urteil 2008 dazu geschrieben wurde. Ja, es gibt insgesamt ein gutes Dutzend von Aufsätzen von Verfassungsrechtlern, die sagen, man kann durchaus eine Quellen-TKÜ durchführen, steht ja drin, aber es braucht eben ein spezielles Gesetz und es gibt solche Gesetze auch schon, nämlich zum Beispiel im Bayerischen Polizeigesetz und auch im Gesetz über das BKA, also Bundeskriminalamtsgesetz. Aber das Problem dabei ist, das Wording, Quellen-TKÜ, das klingt eben so sehr nach normaler TKÜ, dass die allermeisten meiner Kollegen
Kollegen, das muss man leider, und ich finde das einigermaßen traurig, zugestehen, die allermeisten meiner Kollegen gehen den Sicherheitsbehörden auf den Leim und sagen, Quellen-TKÜ ist ja so eine Art TKÜ, das ordne ich doch einfach mal nach denselben Regeln an und machen sich überhaupt keine Gedanken, dass ein Trojaner einfach was anderes ist, als wenn ein Provider ein Gespräch mitschneidet. Ne? Das ist also ein Unterschied, der in den Köpfen der allermeisten Richter und natürlich auch Richterinnen bislang nicht angekommen ist. Und das geht hin bis zu Richtern am Bundesgerichtshof. Also das ist ja in der Juristerei so, was im Gesetz steht, ist das eine. Die Anwendung wird geregelt durch so Kommentare, das sind so lange Erläuterungsbücher zu Gesetzen. Und da gibt es bestimmte besonders einflussreiche. Und der einflussreichste wird von einem Richter am Bundesgerichtshof geschrieben und der hat zum Beispiel auch gesagt, nö, also ich sehe da kein Problem, die Infiltration mit einem Trojaner, da braucht man gar kein Gesetz dafür, das macht man so en passant mit. Das Entscheidende ist ja, dass man hinterher irgendwie mitlauschen kann, ne, dass man also die Gespräche mitschneiden kann. Das ist das Kernproblem, da haben wir wieder so ein Digital Divide, ja, zwischen den Nerds, sage ich mal, und den Richtern oder den Juristen. Die allermeisten kriegen das irgendwie nicht mit und ordnen Quellen-TKÜ mehr oder weniger sorglos an und ich denke, da sind alle aufgefordert, die Gelegenheit dazu haben, einfach ein bisschen mehr zu erklären, was eigentlich so ein Trojaner macht und was das eigentlich bedeutet, wenn man einen Rechner damit infiltriert. Ja, wir haben uns schon bemüht, eine Öffentlichkeit herzustellen. Klar. Also der Club hat immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe selber auch mit einem Freund von mir, Professor Becker aus Mannheim, einen Aufsatz geschrieben. Der steht online, kann sich jeder durchlesen, ist auch viele 10.000 Mal abgerufen worden. Aber das Problem ist, der entscheidende Kommentar ist eben dieser, von dem ich eben gerade sprach. Der heißt Meyer-Gossner, wird aber nicht mehr von Herrn Meyer-Gossner geschrieben. Und der sagt, das ist kein Problem, kann man machen. Und dann machen die Richter das eben auch. Ne? Sie könnten das ablehnen, aber das ist halt leider das entscheidende Buch. Und in aller Regel werden die Ermittlungsrichter da so handeln, wie es da vorgeschlagen wird. Na gut. Das ist nochmal so ein schönes Statement von einem Verfassungsrechtler aus Passau in diesem Fall, glaube ich, oder jedenfalls aus Bayern, Florian Albrecht. Die Auffassung, wonach die Quellen-TKÜ bis zum Zeitpunkt ihrer gesetzlichen Regelung wenigstens für eine Übergangszeit auf der Grundlage von 100a StPO, das ist die normale Regelung für normale Telefonüberwachung, zulässig bleiben soll, lässt sich mit unserem Grundgesetz nicht vereinbaren. Und das ist auch absolut einhellige Meinung aller Verfassungsrechtler. Ich habe jedenfalls noch keine andere gehört, kann jederzeit eine kommen von jemandem, der das anders sieht, aber... Naja, wie gesagt. Wer hat das geschrieben, bevor das veröffentlicht wurde? Also das ist, auch bevor die technischen Details jetzt bekannt wurden, schon längst herrschende Meinung gewesen. Ja, es ist auch bis heute. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Richter, die es anders sehen und leider schreiben die einflussreichen Bücher. Aber gut. Es gibt noch ein paar mehr Problemzonen, die sich daraus ergeben, auf die wir natürlich jetzt im Folgenden, wenn wir die Technik genauer angucken, auch nochmal eingehen wollen. Die bestehen zum einen in den schon angesprochenen rechtlichen Vorgaben, aus meiner Sicht auch in Bereichen, über die sehr wenig geredet wird, zum Beispiel beim Zollkriminalamt, wo einfach keine Rechtsgrundlage besteht. Es wird seit langem kritisiert, aber einfach gemacht und natürlich auch in einigen Bereichen der Landesinnenministerien. Ja, also rechtliche Vorgaben bedeutet eben eine spezifische Regelung für diese Quellen-TKÜ. Ne? Das wäre dann quasi die Umsetzung dessen, was Karlsruhe gefordert hat. Das läuft, wenn man Grundrechte einschränken will, läuft es immer so. Man braucht zunächst mal überhaupt ein einschränkbares Grundrecht und dann braucht man ein Gesetz, das diese Einschränkbarkeit quasi ausnutzt und umsetzt in Handlungsanweisungen für die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Ne? Das ist letztlich eine Frage des Demokratieprinzips. Der Gesetzgeber, unsere Parlamente, soll die Verantwortung für Eingriffe in Grundrechte tragen. Ne? Deswegen gibt es keine, oder jedenfalls nur in absoluten Ausnahmefällen, unmittelbare Eingriffe in Grundrechte, sondern es braucht für die Behörden immer ein Gesetz, das sagt, okay, du darfst hier in Grundrechte eingreifen, weil das dann unsere Volksvertreter so entschieden haben. Ja, und das wird in diesem konkreten Fall eben umgangen. Das führt zu bestimmten Problemen, denn das Karlsruhe hat ja nicht nur gesagt, man braucht irgendein Gesetz, sondern Karlsruhe hat gesagt, wir brauchen ein bestimmtes Gesetz, nämlich ein Gesetz, das Anforderungen stellt, und dadurch sicherstellt, dass wir eben nur eine Quellen-TKÜ durchführen und keine Online-Durchsuchung. Also keine Screenshots, keine E-Mails, keine E-Mail-Entwürfe, sondern wirklich nur das, was durch die Leitung wandert. Da wäre eine wichtige Voraussetzung zum Beispiel ein Review, ne? Dass man also diese Software von einer neutralen Stelle auf Quelltextbasis sich vorher anschauen lässt. Das wäre so das absolute Minimum. Ich will damit nicht sagen, dass ich das überhaupt fordere, ja? Damit man das nicht falsch versteht, zu unseren Forderungen kommen wir später, aber jedenfalls ist das ein Problem. Wenn man so ein Gesetz schreiben wollte, dann müsste dann zwingend drinstehen, Code Review auf Source Code Basis, damit man eben weiß, was diese Software überhaupt tut. Bei den Digitask-Trojanern war genau das Problem. Niemand wusste, was die tun. Also im Zweifel jedenfalls keiner außerhalb der Firma Digitask.
Genau, also Begrenzung der Maßnahme auf laufende TKÜ, das ist, oder laufende TK, das ist auch eine ganz zentrale Voraussetzung. Und natürlich so die ganzen Rahmenregelungen, damit man eben sicherstellt, dass die Software im grünen Bereich bleibt, wenn man ihn denn als grün bezeichnen will. Also Archivierung und Evaluation des Einsatzes, Effizienzkontrolle. Alle solche Dinge, die für IT-Spezialisten eigentlich selbstverständlich sind. Ne? Aber ja, bislang gibt es all das nicht. Das heißt also, wer da mit Trojanern lauscht, der lauscht in einer Grauzone und letzten Endes ohne jede Form von Kontrolle. Ja, nun ist Ihnen Ihr Trojaner jetzt ja leider abhanden gekommen, der eine zumindest. Und deshalb ist, glaube ich, ein bisschen auf die Inhalte, die dieser Trojaner, den wir analysiert haben, nochmal einzugehen. Also worin unterscheidet der sich eigentlich von einer Quellen-TKÜ zur Online-Durchsuchung? Na, einmal durch die Screenshots, die ja bekannt wurden, der Betroffene, dessen Strafverteidiger sich ja später auch öffentlich dazu bekannt hat, dass also der Trojaner ist, den wir analysiert haben. Oh, wir haben hier übrigens mal einen Serviervorschlag. Der hat natürlich in seiner Akte sehr viele tausend Bildschirmfotos von seinem Rechner gefunden. Da stellt sich ja unmittelbar die Frage, nanu, wie kommen denn die da rein? Dann natürlich die Frage, wie damit umgegangen wurde, dass er im Browser E-Mails getippt hat, die also schon im Entwurfsstadium ausgeleitet wurden. Aber es geht natürlich auch generell darum, dass eine Quellen-TKÜ sehr leicht zur Online-Durchsuchung werden kann, wenn man auf unverschlüsselte Daten Zugriff nimmt, die eigentlich im laufenden Kommunikationsverkehr dann verschlüsselt sind, und viele weitere Fälle, die man sich jetzt, glaube ich, sehr gut überlegen kann. Also diese Frage, wie kann man denn bei einem Trojaner auseinanderhalten, was er tut oder was er tun kann, welche Funktionen er tatsächlich hat, berührt natürlich einen tiefen Kern des Software-Engineering, nämlich die Frage, kann man wissen, was ein Stück Code tatsächlich tut? Und wie leicht ist es zum Beispiel, verdeckte Funktionen in so einem Code unterzubringen, die man nicht finden kann oder die nicht ohne weiteres zu finden sind? Jeder, der mal beim Underhanded-C-Contest mitgemacht hat, wird wissen, dass es da durchaus irgendwie eine Menge Möglichkeiten gibt. Und genau diese Debatte spielte ja auch schon in der Debatte, in der Diskussion beim Urteil in Karlsruhe eine große Rolle. Dass eben genau die Frage, wie kann man denn überhaupt eigentlich oder kann man überhaupt sicherstellen, dass so ein Trojaner nur das tut, was er tun soll? Und genau diese Debatte wird uns jetzt auch noch weiter verfolgen. Genau. Normalerweise hätte es ja eigentlich so sein sollen, wie wir aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf den SPD-Bundestagsfragenkatalog gehört haben, dass die Analyse des Remote Forensic Software Tools, also unseres Staatstrojaners, eigentlich unmöglich, also nahezu unmöglich sein sollte, denn sie hatten ja ausgefeilte kryptografische Methoden. Dennoch wollen wir die technische Analyse jetzt anschließen und ein bisschen darüber reden, was in unserem Reverse Engineering Projekt letztlich als Ergebnis zu verzeichnen sind, und ein paar Details bringen, vielleicht die noch nicht jeder kennt und vor allen Dingen auch nicht diejenigen kennen, die nicht intensiv den Bericht oder die beiden Berichte, die wir geschrieben haben, gelesen haben. Wir übergeben jetzt mal an Ohnzopf THS, der sich um den technischen Teil kümmern wird. Ja, also das war vielleicht nicht so wie auf der Slide vorher ersichtlich besonders geschützt, kryptografisch. Ja, ich werde jetzt hier keine bahnbrechenden Neuigkeiten erzählen, vielleicht einfach ein bisschen was zur Vorgehensweise, warum wir diese Version aus dem Jahr 2008 auf die Art und Weise auseinandergenommen haben. Wir wollten zumindest auch erstmal nachweisen, dass wir da einen Missbrauch feststellen können. Wie sind wir auf das Ding überhaupt gestoßen? Wir hatten eine Festplatte bekommen, die uns zugesteckt wurde. Wir wussten erstmal nicht, wonach suchen wir eigentlich, wie sieht das aus, wie kriegen wir das zu fassen, ist da überhaupt etwas? Wir haben nämlich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass wir was finden, denn es war ein Asservat, das heißt von der Polizei bereits zurückgegebene Festplatte, also deshalb ist er ja auch schon etwas älter, der Trojaner. Wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir was finden. Sie haben ihn immerhin gelöscht. Also. Ja, hey! Und wie man hört, nicht nur in den Papierkorb geschoben, ne, sondern... Ja. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja. So viel Ehre muss sein. Also... Bedient haben wir uns in erster Linie den doch recht gängigen Werkzeugen, die es eben gibt, um Festplatten zu analysieren und also gelöschte Dateien wiederherzustellen. Also SloitKit und Autopsy waren eben die Werkzeuge, die genutzt wurden, um mal ein bisschen zu gucken,
was ist auf der Festplatte eigentlich mal alles gelöscht worden und wo und warum werden zum Beispiel in Windows-Systemverzeichnissen Dateien, DLLs gelöscht und warum existiert dann nicht vielleicht eine neuere Version? Das waren dann halt so diverse Anhaltspunkte, wo dann nur geschaut wurde, ist das jetzt eigentlich plausibel, was da passiert ist? Und ja, im Endeffekt natürlich auch mit einer ganzen Portion Glück sind wir dann auf eine DLL gestoßen, die gelöscht war. Eine DLL, die nicht unbedingt über die Merkmale einer DLL verfügt. Zum Beispiel gab es keine Exports, das was ja so eigentlich der Sinn einer DLL ist, das wäre eins weiter. Ja, die weiteren Werkzeuge, die wir halt genutzt haben, sind eben IDA Pro. Aber vielleicht noch kurz, also wer das nachvollziehen will, ne? Wir haben die IDA DB auch öffentlich gemacht. Ja, das ist, ja, also mit IDA, einem recht verbreiteten Werkzeug, was es auch in einer Community-Edition gibt, wurde eben das Binary dann auseinandergenommen und analysiert. Und später dann insbesondere bei den weiteren Versionen wurden eben mit anderen, leider kommerziell verfügbaren Tools eben die Diffs gemacht und auch geguckt, worin unterscheiden sich die unterschiedlichen Versionen, die uns zugespielt wurden. Ja, wie schon gesagt, die DLL verfügte über keine Exports, das war an sich schon mal relativ ungewöhnlich. Das Internet kannte diese DLL nicht, also den Namen. Also war das keine Bedrohung. Es gab ein Forum, wo mal jemand geäußert hat, dass das ja eine Malware sein könnte, aber das ist dann einfach auch untergegangen. Das war im Endeffekt ein Fall, von daher gut. Die wurde dann erstmal analysiert, eben mit den entsprechenden Werkzeugen. Hier sehen wir einen Auszug, also es sind sonst eigentlich zu viele, es ist nur ein kleiner Auszug aus den Zeichenketten, die in dem Binary enthalten sind. Da finden sich eben ziemlich viele unterschiedliche Webbrowser-Namen, auch Software, VoIP-Telefons, also Skype und X-Lite sind ein paar Beispiele und diverse Instant Messenger, was auch wieder so ein Indikator dafür war, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Dann gab es so die typischen Windows-System-API-Funktionen. Das ist erstmal relativ unverdächtig, aber immerhin tauchen da schon ein paar wichtige APIs auf, die entscheidend sind für das, was der Trojaner am Ende tut, nämlich auch Screenshots zu machen und Dateien auszuführen. Also wir müssen dazu sagen, wir wussten ja ungefähr, wonach wir suchen. Also das, was genehmigt worden war vom Gericht, also das Abhören von Telefonen bzw. von Skype-Verbindungen und die Sache mit den Browser-Screenshots. Das heißt also, diese Kombination von beidem in diesem Stück Malware war schon sehr ungewöhnlich. Also wenn man es vergleicht zum Beispiel halt mit einem typischen Banking-Trojaner, der geht halt vollständig anders vor, hat eine andere Struktur und guckt auch nach anderen Sachen. Das heißt also, wir waren zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen doll sicher, dass wir da das Gesuchte gefunden haben. Ja, dann wurde das immer... Na, vielleicht noch, also es gab eine Kooperation auch mit dem Strafverteidiger als Betroffene und der hat uns natürlich zumindest die Informationen, die er aus der Akte wissen konnte, natürlich auch gegeben, was das erleichtert hat, zu gucken, wonach man sucht. Ja, was dann ungewöhnlich war, sind die Zeichenketten, die wir hier sehen. C3PO, R2D2POE, das sind jetzt nicht unbedingt so die typischen Strings, die man in irgendwelchen Binaries im Microsoft Windows-Systemverzeichnis findet. Dann gibt es eben noch eine Datei, ein Kernel-Modul, winsys32.sys, sollte offenbar einfach unverdächtig klingen, tut's auch. Also, jedenfalls sind wir dann erstmal davon ausgegangen, dass wir auf der richtigen Fährte sind und wir weitermachen mit einer statischen Analyse. Denn solange wir noch nicht wissen, ob das jetzt wirklich die Malware ist, ob das Ding nach Hause telefoniert und wenn ja, wie und ob da noch irgendwelche Funktionen versteckt sind, werden wir das erstmal nicht ausführen, sondern einfach nur statisch analysieren. Das Problem, was wir hierbei hatten, ist, dass diese Anwendung in C++ entwickelt wurde, was die Sache natürlich ein bisschen verkompliziert. Das heißt, wir mussten halt ziemlich viele Funktionsaufrufe manuell auch tracken, weil eben keine direkten Cross-Referenzen vorhanden sind. Das heißt, das war dann einfach ein bisschen aufwendiger. Es ist nicht unmöglich, aber man muss schon sehr viel manueller da vorgehen in der Richtung. Die Ziele dieser statischen Analyse waren halt vor allen Dingen herausfinden, ob es da irgendwelche verschlüsselten oder gepackten Sektionen gibt, die eventuell noch weiteren Code und Daten enthalten, die wichtig sind.
also versteckte Funktionalität, die ganz bewusst eben versteckt und verschleiert wird. Und natürlich suchen wir nach wie vor noch die eigentliche Schnüffelfunktionalität. Das war das Ziel der statischen Analyse, um natürlich auch herauszufinden, wo können wir eventuell sicherstellen, dass wir das Ding gefahrlos ausführen können, ohne dass jetzt gleich nach Hause telefoniert wird. Ja, und wir wollten natürlich auch den Server finden und so. Ja, wir haben keine offensichtlichen Packer und Krypto-Geschichten da drin gefunden, die jetzt Code und Daten verschleiern. Was bei normalen, sagen wir mal, kommerziellen Trojanern vollständig üblich ist. Das also tut jede Malware, tut das ja. Im Endeffekt. Damit also versteckt man sich halt vor dem Reverse-Engineer und auch vor der Antiviren-Software. Das heißt also, da war schon mal klar, also nächster Datenpunkt, es handelt sich offensichtlich um eine sehr ungewöhnliche Malware. Ja, letztlich in der Vorgehensweise sind wir dann auf ein paar Netzwerkfunktionen gestoßen, wo wir gesehen haben, dass dann noch auf AES-Tabellen referenziert wird. Das war dann auch erstmal ein Hinweis darauf, okay, möglicherweise haben wir hier eine Netzwerk-Wrapper-Funktion, die Traffic dann auch transparent verschlüsselt, also für die Schnittstelle, die dem Entwickler da zur Verfügung steht. Haben also Hinweise auf ein Krypto-Layer gefunden, hatten halt nach und nach uns die Informationen zusammengesammelt. Das war halt eine sehr mühselige Arbeit und am Ende konnten wir halt ein paar Indizien zusammensetzen und haben auch noch einen AES-Initializer gefunden, der eben einen Encryption-Key ableitet für die Verschlüsselung von irgendwelchen Daten. Wir wussten bis dahin auch noch nicht, was für Daten überhaupt verschlüsselt werden. Auffällig an diesem Ding war wieder, es gab nur eine Encryption, aber keine Decryption, also es wurde kein Decryption-Key abgeleitet. Also bis zu dem Punkt, wo man schon dachte, oh Gott, sind wir doof, wieso finden wir denn die Decryption also hier nicht? Also das war wirklich so, ja. Das hat einen Tag gedauert, bis wir dann einfach eingesehen haben, okay, das gibt keine Decryption. Also es war schon tatsächlich ein bisschen eine Suche danach. Also man muss sich jetzt aber nicht so vorstellen, als wenn wir nicht auch Spaß dabei hatten. Also das klingt jetzt so ein bisschen. Also der Spaß danach war dann. Nicht wahr? War klar. Also wir haben hier doch vermutlich einen Schatz drin, das sieht ziemlich so aus. Also ich meine, dann kommt natürlich auch der Spaß am Entdeckertum dazu. Naja, also Spaß hat man natürlich auch. Also das klingt jetzt so ein bisschen. Naja. Myfirstmalware.dll. Aber ihr wärt ja natürlich davon ausgegangen, wenn das BMI sagt, es ist eine zweiseitige Verschlüsselung, dann muss da auch eine. Das war ja später. Achso, das haben die doch nicht gesagt, die haben doch überhaupt nicht darüber geredet am Anfang. Aber wir sind halt einfach davon ausgegangen, dass jemand, der sowas schreibt, irgendwie nicht total mit dem Klammerbeutel gepudert ist und irgendwie so einigermaßen weiß, wie man sowas tut. Also halt und nicht meine einseitige Encryption. Ja. Aber wie wir ja auch festgestellt haben, es war nicht nur sehr einseitig, auch die Auswahl der Schlüssel war eine sehr. Also die haben sich das da ziemlich leicht gemacht, oder? Ja, also. Ja und das Verschlüsselungsmodus, ne? Da kommen wir ja, das ist, also wie gesagt, den gleichen Key, der hier genutzt wird, um die AES-Keys abzuleiten, die haben wir auch in anderen Versionen gefunden. Also aus demselben Jahr, also aus dem 2008er Jahr. Ja. Ja, und zusammenfassend kann man eben zu dieser Krypto sagen, die halt für die Netzwerk, also für die Datenübertragung genutzt wird. Wir haben hier einen 256-Bit AES-Key, der wiederverwertet wird. Es wird der ECB-Modus verwendet. Das heißt, was soll man dazu sagen? Also ECB-Modus. Zeig doch mal kurz, was ECB ist. Wir haben da gleich mal ein Beispiel. Also, wir haben noch was vorbereitet. Beispiel. Genau. Wir sehen hier das Bild von einem Pinguin. In der Mitte auch. Also in der Mitte ist der Pinguin ECB verschlüsselt. So, also, genau. Also ECB ist für die mit Krypto nicht so viel zu tun haben, ist der Modus, der in den ganzen Kryptobüchern drinsteht als No. Den hat mal jemand sich ausgedacht, aber um Gottes Willen, nehmt ihn nicht. Und in so den besseren Kryptobüchern wird er mittlerweile noch mit so einer Fußnote erwähnt, damit niemand in die Versuchung kommt, es zu implementieren. Aber ja, nun ja, wie MyFirstMalware.dll hat das dann halt ordentlich implementiert. Die und Seite im Schneier hat wahrscheinlich der Hund gefressen oder so. Also das steht aber auch wirklich in allen gängigen Büchern. Also das ist halt auch nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Naja.
Ja, und also, in dem Hochsicherheitsmedium Wikipedia kann man dazu auch was lesen, glaube ich. Ja. Unten rechts, referenziert. Ja, genau. Also die Wikipedia lesen hätte gereicht. Also der, um es nochmal reinzureiben, der Key, also der da drin war, die genau denselben Key haben wir in allen anderen weiteren Versionen auch gefunden. So, das heißt also in allen Versionen, die uns zugespielt wurden, haben wir überall genau den gleichen AES-Key gefunden. So, und da kommen wir dann später noch dazu. Das ist also auch bestätigt, dass diese Software bis irgendwie letztes Jahr tatsächlich nicht in der Lage war, mit einem anderen Key zu arbeiten. Das heißt also, die haben tatsächlich an alle Kunden denselben Key geschippt. So, also es ist ja, man, dann kann man auch ROT 13 nehmen. Ja, das ist halt ROT 26 hat es wahrscheinlich auch getan. Im Datensegment haben wir halt letztlich noch diverse Parameter gefunden, die eben auch für den Verbindungsaufbau relevant sind. Hier sehen wir einen Auszug aus der IDA-Datenbank, die auch veröffentlicht wurde, den Port, mit dem unser Trojaner hier dann spricht im Netzwerk, eine IP-Adresse. Wir haben in dieser Version ist das alles dann auch ein bisschen modifiziert, weil wir in der Version halt auch noch die Quelle geschützt haben. Das heißt, wir haben hier auch noch eine sogenannte Fall-ID oder Case-ID, das nehmen wir zumindest an, dass das so ist. Die haben wir erstmal ausgetauscht durch 23CCC23. Die Versionsnummer, die haben wir deswegen als Versionsnummer bezeichnet, weil wir in einer anderen Version eben Parallelen gefunden haben. Na, vielleicht, wenn sich einige nicht mehr erinnern, also wir haben von uns aus den Landshuter-Fall gar nicht öffentlich gemacht. Der Strafverteidiger ist, ohne uns zu informieren, an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ja, hier, mein Mandant ist der Betroffene. Ursprünglich hatten wir geplant, die Quelle zu schützen. Aber es war uns natürlich nicht ganz unrecht, denn somit war ein anfänglicher Argument nach der Veröffentlichung, ja, man, das könnte ja auch ein anderer Trojaner sein oder so, war dann natürlich irgendwie vom Tisch. Ja, und hier haben wir im Endeffekt unseren Key, der ja dann auch, der dann auch in diversen Medien abgedruckt wurde. Inklusive dem Kommentar. Ja, natürlich. Ja, und unser Star Wars Freak Entwickler hat hier auch noch seine Protokolldruiden versteckt, die, wenn wir später sehen, auch noch genutzt werden. Ja, also wir hatten dann hier eben Daten gefunden, also einfach durch das Reverse Engineering, durch die Netzwerkfunktionen haben wir halt einfach nachvollzogen, okay, jetzt nimmt er hier die IP-Adresse, hier den Port, macht eine Verbindung nach außen auf. Haben also eine IP-Adresse gehabt und einen Port. Die IP-Adresse und der Port waren noch aktiv. Der Port 443 ist eigentlich ein Port, über den eben HTTP SSL gesprochen wird. Allerdings verstand dieser Port kein SSL, das heißt, man konnte dort kein Handshake durchführen. Dafür hielt sich eben sehr passiv. Das war halt auch schon wieder mal ein Indikator, dass man hier möglicherweise auf der richtigen Spur ist. Ja, es handelt sich hier um einen virtuellen Server von so einem Billighoster aus USA. What could possibly go wrong? Da war dann, wie sich halt, also ich meine, ich habe gehört, dass es da auch noch so eine Plesk-Admin-Oberfläche von 2009 gab. Also das ist schändlich. Wir müssen uns auch, also das kann nicht, also nur die BKA-Beamten, die haben dann da auch Zugriff drauf, das muss man wissen, ne? Also, ja, also das kann man eigentlich ausschließen, dass die dann halt, also dass da irgendjemand... Das muss man natürlich sich immer wieder klar machen. Ne? Das heißt, da wird ja im Grunde ein Netzwerkkabel in das ausgelagerte Gehirn des Beschuldigten gelegt. Ne? Das heißt, die Sicherheitsbehörden tragen eigentlich, würde man annehmen, die volle Verantwortung dafür, das Menschenmögliche zu tun, dass eben niemand anderes auf diese Festplatte zugreift, ne? Und auf diesen Rechner. Man kann bei den Dingen, die der CCC da gefunden hat, sich schon die Frage stellen, ob da wirklich das Menschenmögliche getan wurde. Also insbesondere die zum Beispiel... Die Frage braucht man sich, glaube ich, nicht stellen. Ja, ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Ne? Wir wollen hier auch also niemanden indoktrinieren. Auf jeden Fall, wenn schon Port 443, dann hätte ja vielleicht zum SSL-Layer auch nicht geschafft. Also wir können uns ja vielleicht auf die Formulierung des Beamten mögliche einigen. Vielleicht noch eine andere Sache.
Wir hatten ja vor der Veröffentlichung eine gewisse Frist uns vorher überlegt und einen Emissär gebeten, den Behörden Bescheid zu sagen, dass wir also diesen Trojaner veröffentlichen, weil wir natürlich nicht in laufende Ermittlungsverfahren irgendwie eingreifen wollten. Aber diese IP war noch so 3-4 Tage aktiv nach der Veröffentlichung. Ja. Ja. Möglicherweise war den auch OpenSSL einfach viel zu komplex und fehleranfällig. Also vielleicht haben sie es einfach aus Sicherheitsaspekten einfach selber implementiert. Na, da ist Open im Namen. Ne? Außerdem das. Ja. Jetzt wirst du aber gemeint. Versionsnummern mit Buchstaben drin. Okay, wir haben auch eine ganze Menge Code gefunden, wo wir keinen Callpfad finden konnten. Und das ist wieder so eine Situation gewesen. Wir dachten, warum sind wir so blöd und finden diesen Callpfad dahin nicht? Wie können wir dieses Modul triggern, zum Beispiel das hier? Wir sehen jetzt hier einen Auszug, eine Funktion, die aus der WinMM-DLL Function Pointer lädt. Das ist eine DLL, die alle möglichen APIs bereitstellt, um zum Beispiel das Mikrofon an einem Rechner anzuschalten oder den Lautsprecher. Ich glaube, es ging den Leuten hier nicht um den Lautsprecher, sondern eher um das Mikrofon. Und also, das weiß man nicht so genau. Ich meine, in Nordkorea zum Beispiel ist es ja auch so, dass man angeblich die Propagandalautsprecher nur leise, aber nicht ausmachen kann. Ne? Also vielleicht ist es ja einfach nur die Vorbereitung für den nächsten Schritt. Kleines kann natürlich auch sein. Ja. Wir sollten auch aufhören, den Ideen mitzugeben. Ich bitte euch. Schön. Es gab da mal so ein Buch. Oder so eine Miranda-Warning. You have the right to remain silent. Wir sind jetzt irgendwo abgebogen. Mach mal weiter. Ja, also im Endeffekt haben wir da auch dann irgendwann gesagt, okay, wir hören jetzt auf, danach zu suchen. Das wäre vielleicht so ein Fall fürs Crowdsourcing, dass wir, wenn wir die erste Version veröffentlichen, einfach sagen, Leute, schaut doch mal, vielleicht habt ihr Lust und Zeit und vielleicht genug Glück, gerade bei diesen Audiogeschichten, wo wir dann über eine Raumüberwachung reden, einen entsprechenden Callpfad zu finden, wie man das Ganze triggern kann. Also wie sich dann halt später herausstellte, waren diese Funktionen tatsächlich mal aktiv. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn die Version von diesem Trojaner, die geschippt haben, da haben die nicht jeweils einen neuen Trojaner zusammengebaut, sondern haben tatsächlich... Wie sie es immer behauptet haben. Sie behaupten ja immer, dass also der Trojaner wird direkt nach der Anordnung des Gerichtes individuell für jeden Einzelfall zusammengestellt. Was aber wir an dieser Stelle gesehen konnten im Code, ist, dass alle Funktionen immer drin sind und sie nur mit minimalen Modifikationen disabled sind. Das heißt, der Code shippt, die Funktionen sind drin und sie werden nur disabled. Kann man sich so vorstellen, man hat da so eine Maschinenhalle voller Maschinen und man dreht halt für ein paar Maschinen die Sicherungen raus, weil die Maschinen stehen halt noch da. Es gibt halt genau einfach so einen Command-Dispatcher, wo im Endeffekt dann eben die einzelnen Befehle einfach disabled werden, so kann man sich das halt vorstellen. Aber der eigentliche Code bleibt halt drinne. Das macht die Sache natürlich schwierig, am Ende auch zu beweisen, dass der nicht gecallt werden kann. Also gut. Nachdem wir also jetzt festgestellt haben, gut, wir können annehmen, dass wir jetzt alle Punkte gefunden haben, die wir patchen können, damit wir das Ding mal selber betreiben können, um eine dynamische Analyse durchzuführen. Das heißt, wir können auch mal mit einem Debugger da dran gehen und ein paar Breakpoints setzen und eben einfach ein bisschen zielgerichteter und schneller vorwärts kommen mit dem Reversing. Eben weil der Server noch aktiv war, war es eben wichtig, dass wir das Ding isolieren und entsprechend ein bisschen in den Binary rumpatchen, eigene IP-Adressen eintragen, um selber Server spielen zu können, um Befehle triggern zu können, um die Callpfade zu finden für die einzelnen Funktionen. Und ja, insbesondere eben diese Teile, wie können wir zum Beispiel diesen Command- und Control-Server-Part übernehmen, können wir da mal ein paar Informationen raussuchen, damit wir diesen Trojaner selber fernsteuern können. Gut, ich habe jetzt hier noch ein paar Details, wie wird das Ding überhaupt installiert, wie nistet sich das ein, was passiert, wenn es ausgeführt wird. Also zur Einnistung, das ist in dieser Version auch relativ simpel. Im Endeffekt wird eben diese Datei mfc42ul.dll und die winsys32.sys, das ist ein Kernel-Modul, wo wir annahmen, das wäre vielleicht ein Kernel-Logger oder so. Das wird eben ins Windows-Systemverzeichnis kopiert. Dann gibt es in der Windows-Registry einen entsprechenden Key, nennt sich app-init-dll. Das ist sowas wie Autorun. Alle DLL-Pfade, die hier drinnen stehen, werden nach dem Logon geladen
Und so eine DLL hat ja auch eine Main-Funktion, wie ein anderes Executable-File auch. Und das ist eben eine DLL-Main-Routine, die dann in jedem Fall ausgeführt wird. Und das ist eben auch genau der Moment, wo dieser Trojaner dann aktiv wird. Und nach dem Start des Trojaners beim Logon wird eben Code in andere laufende Prozesse injected, unter anderem in den Prozess explorer.exe, der nach dem Logon auf jedem System halt auch vorhanden ist, aber auch andere Prozesse. Laut Digitask, um eventuelle Firewall-Settings zu umgehen oder zumindest es zu versuchen, wenn zum Beispiel explorer.exe in die Firewall aufgenommen wurde, dann wird ein anderer Prozess eben versuchen, die Verbindung nach außen aufzubauen. Das ist der Sinn dahinter. Dann wird ein Windows-Kernel-Service registriert, das heißt, dieses Kernel-Modul wird dann eben geladen beim Booten. Im Endeffekt wird dieses Kernel-Modul genutzt, um halt auch Dateien hin und her zu kopieren von Prozessen, die noch aktiv sind. Das ist halt sonst aus dem User dann nicht möglich. Im Endeffekt auch gefunden, dass es eigentlich keinerlei Hooking-Mechanismen gibt. Das heißt, es werden hier keine API-Funktionen abgefangen und gefiltert. Das heißt, es finden auch eigentlich überhaupt gar keine Versteckspielchen statt. Man kann das ganze Verhalten des Trojaners kann man eigentlich mit Bordmitteln auch identifizieren. Ja, die Kommunikation, nachdem eine TCP-Verbindung nach außen aufgebaut wurde zu der IP-Adresse und dem Port, werden diese Daten verschleiert mit unserer AES-ECB-Methode. Da konnten wir dann sehen, dass sich viele Muster oft wiederholten, insbesondere bei den ganzen Verbindungsaufbauten. Da gibt es dann eben so einen protokollinternen Handshake, der immer ein festes Format hat am Header. Und das war schon mal sehr, sehr auffällig. Und das ist auch sehr praktisch, wenn man sich eine Snort-Rule dafür schreiben möchte. Ja, genau. Also das ist genau, wenn man also selbst wenn man den Key jetzt nicht hat, könnte man das definitiv easy wegfiltern, weil das eben immer gleich ist. Wir haben eben ein Switch-Statement gefunden, über welches möglicherweise die ganzen Kontrollkommandos ausgeführt werden. Das hier ist im Endeffekt dieses Switch-Statement als Graph oder als Ausschnitt. Hier sehen wir dass diverse Funktionen dann aufgerufen werden, je nachdem, was für ein Befehl da angekommen ist. Und dann wird halt entsprechend auch noch weitere Daten vom Netzwerksocket gelesen. Wir konnten dann nach ein bisschen Arbeit, das ist jetzt natürlich fast forward alles, also das hat natürlich ein bisschen länger gebraucht, als man das jetzt hier so sieht. Ein paar wichtige Kommandos, die für uns interessant sind, denen wir dann verstärkt hinterhergeturnt sind, sind eben die Kommandos 8, die liefert eine komplette Liste mit allen installierten Softwarekomponenten und Patches zurück. Warum auch immer die Ermittlungsbehörden diese Information brauchen. Dann gibt es ein Kommando 13, um Screenshots anzufertigen. Es gibt auch noch andere Kommandos, die das auch tun. Dann eben mit anderen Parametern, anderen Auflösungen. Und dann gibt es Kommando 14. Das war halt besonders interessant, weil wir festgestellt haben, dass man über Kommando 14 beliebige Executable-Daten da hochladen konnten und die wurden später auch ausgeführt. Und das war dann natürlich eine Sache, wo wir ganz klar auch einen Missbrauch oder eine Missbrauchsmöglichkeit gesehen haben. Ja, also noch ein Wort zu dieser Kommandoliste. Ich würde noch mal kurz nur zurückspringen zu den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts. Ausschließlich laufende Kommunikation. Ja? Und wenn man sich die Liste anguckt, kein einziges dieser Kommandos erfasst laufende Kommunikation. Das heißt also, wir haben ja in der Öffentlichkeit vor allem den Programm-Upload, also diese Download-Funktion, skandalisiert. Man muss aber schon sehen, dass im Grunde das komplette Kommandoset dieses Trojaners darauf angelegt ist, die Vorgaben aus Karlsruhe zu umgehen. Ja, das muss man alles sehen. Die sind alles Kommandos, die nichts mit laufender Kommunikation zu tun haben. Im Grunde der einzige theoretisch noch legale Befehl wäre gewesen, schneide mit, was über Skype gesagt wird. Das wäre das einzige zulässige Kommando gewesen. So, aha. Und wie sollen Sie denn die kriegen, wenn die verschlüsselt werden, aber im Browser getippt werden? Also ich meine, man muss natürlich die Argumentation sehen, die wir dort zurückkriegen. Also
Klar ist natürlich, dass die Forderung immer ist, das sind verschlüsselte Kommunikationsprozesse. Wir sind aber gewohnt, an Kommunikation ranzukommen, indem wir an die Anbieter herantreten. Hier können wir aber nicht, denn das verschlüsselt. Also wir müssen natürlich sehen, dass es eine Gegenargumentation gibt, aber auf die wollen wir natürlich am Schluss noch kommen. Also die Debatte werden wir schon führen, wer sozusagen jetzt noch darauf wartet. Ja. Also letztlich habe ich auch schon Innenpolitiker getroffen, die einen Screenshot als Kommunikation sehen. Also ja, man würde halt eine gewisse, man guckt halt mit den Augen auf einen Browser. Also man kann sich jetzt hindrehen. Ja, also ich meine, mit diesen Offline-Welt-Beispielen ist das immer so eine Sache, das hat der Frank ja eben schon gesagt, die sind in aller Regel schräg. Aber ich will es trotzdem nochmal versuchen, nämlich das Beispiel zum Beispiel eines Briefes zu nehmen. Ne? Also der Artikel 10, diese Telekommunikationsfreiheit schützt vor Zugriffen auf der Übertragungsstrecke. Ja, wenn man also bei der Kommunikation in der heutigen Zeit einen Übertragungsmittler einschaltet, auf Deutsch, wenn man sich darauf verlässt, dass ein Dritter die Daten sicher überbringt, dann sind diese Daten unterwegs besonders gefährdet. Das ist völlig klar. Unterwegs kann jeder auf diese Daten zugreifen. Und wenn ich jetzt also einen Screenshot am Computer ansetze, dann ist es ja im Grunde genau dasselbe, als wenn ich jemandem zu Hause beim Schreiben eines Briefs über die Schulter gucke und eine Reihe von Fotos mache. Das hat aber natürlich nichts damit zu tun, dass ich auf der Übertragungsstrecke, also zum Beispiel bei der Post, in den Brief reinschaue. Und Artikel 10 verbietet dieses Zugreifen auf den Brief, aber andersherum, wenn ich in Artikel 10 eingreifen darf, dann darf ich eben auch nur bei der Post in diesen Brief reinschauen, was schon ein hinreichend gravierender Eingriff ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dem, der einen Brief schreiben will, auch schon zu Hause beim Briefschreiben über die Schulter gucke. Na, nur um mal dieses Real-Life-Beispiel zu bringen. Und genau dasselbe liegt auch dieser Screenshot-Argumentation zugrunde. Also wenn, oder andersrum, Karlsruhe hat gesagt, unterwegs, na, soweit dieser Schutzbereich von Artikel 10 reicht, könnt ihr in Gottes Namen mit der Quellen-TKÜ nachschauen, aber eben gerade nicht sonstige Daten vom Computer aussparen. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Also wenn man sich das mal überlegt, halt sowas wie Google Docs zum Beispiel, also die, wenn man einfach in den Browser Sachen schreibt, die halt nicht Kommunikation sind oder E-Mail-Entwürfe oder ähnliches, würden halt davon erfasst. An dem Punkt, wo wir allerdings gesehen haben, dass diese Programm-Upload- und Execute-Funktion gibt, was noch ein bisschen spannend war, weil die nicht auf den ersten Blick so aussah, als wenn sie funktionieren würde, in dem Augenblick war eigentlich klar, dass wir uns den Rest der Analyse eigentlich im Wesentlichen sparen können. Weil in dem Augenblick, wo man uploaden und executen kann, ist halt klar, kann man halt genau alles tun. Und was wir uns zum Beispiel auf jeden Fall gespart haben, wie man auch feststellen kann, wenn man sich die Reports durchliest, zum Beispiel diese ganzen Skype-Abschnorchelfunktionen, die haben wir weder in der Tiefe detailliert analysiert noch dokumentiert, dann das ist ja eigentlich etwas, was sie auch von sich aus zugeben. Also von daher sagen wir jetzt nicht die Notwendigkeit, da noch tiefer reinzusteigen. Wir wollten eigentlich eher die anderen Aspekte hervorheben. Aber wenn noch jemand tatsächlich ein bisschen C++ Reverse Engineering üben will, da gibt es noch genug zu tun. Die IDA-Datenbank ist online, kann man sich drum kümmern. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Das hat auch eine ganze Menge zu tun in diesem Binary. Ja, zurück zum Verbindungsaufbau. Wenn der initiiert wurde, dann fängt halt der Client an, in regelmäßigen Abständen dem Server mitzuteilen, dass er gerade nichts zu tun hat. Und wenn der Server oder eben der Beamte, der da gerade dran sitzt, eben möchte, dass der Trojaner jetzt einen Screenshot schickt oder irgendeine andere Aktion durchführt, dann bekommt der Trojaner diesen Befehl letztlich von diesem Server, mit dem er verbunden ist und möglicherweise auch noch ein paar Parameter. Und dann führt er im Endeffekt dieses Kommando aus. Und die Ergebnisse des Kommandos werden dann zurück an den Server geschickt und somit an den entsprechenden Beamten. So, die Verbindung zum Server wird aufgebaut über das sind so die ersten drei Zeilen von so einem Header. Die Zeilen, die mit A markiert sind, sind jeweils die verschlüsselten Daten, die da geschickt werden. Das Blaue darunter ist dann die entschlüsselte Variante, nur als hexadezimale Darstellung. Und die C, also rot markierte Zeile, das sind dann die String-Daten, die da übermittelt werden. Und wir sehen hier zum ersten Mal in diesem ganzen Prozess überhaupt unseren komischen C3PO-String. Der wird nämlich als fester Header, als allererstes Datenpaket bei einem Verbindungsaufbau an den Server geschickt. Das ist natürlich super. Dieser String wird offenbar verwendet, damit der Server entscheiden kann, da kommt jetzt ein Trojaner, der mit mir reden will. Das ist sowas wie ein Sesam, öffne dich.
Also wie gesagt, Protokolldroiden, ne? Also die für die Kommunikation zwischen inkompatiblen außerirdischen Lebensformen zuständig sind. Master Luke, Master Luke. So, die zweite Zeile, die wir hier in Rot sehen, beziehungsweise Blau, ja, das sind halt wahrscheinlich irgendwelche Flags, das ist nicht ganz klar. Die letzte Zeile, das ist diese Fall-ID, die wir vorher in dem Datensegment im IDA gesehen haben, in der statischen Analyse. Hier ist sie jetzt nicht verschleiert, das ist also die originale Case-ID als String, die diesem Landshut-Fall zuzuordnen ist. Die Frage ist halt, ob das irgendwie vielleicht ein Timestamp sein könnte oder so. Ich weiß es nicht. Ja, so ein Antwortpaket, also eine Antwort von dem Trojaner an den Server, ist halt so strukturiert, dass wir haben am Anfang einen Return-Code, der ist ein Byte lang. Wir haben nicht alle Return-Codes reversed, aber es gibt halt so ein paar, die man halt immer wieder gesehen haben. Das ist eben dieses Ping zum Beispiel, dieses Ich bin idle, gib mir was zu tun. Mit 1.6 haben wir den Return-Code für ein Bild, was eben als Response auf einen Screenshot-Anforderung kommt. Hexadezimal 2.3 bedeutet in diesem Fall, dein Code wurde ausgeführt. Und bei 2.8 heißt das, es gibt gerade kein Bild. Ein Screenshot wird von dem Trojaner auch nicht angefertigt, wenn eben ein Prozess, der sich in einer Whitelist befindet, nicht aktiv im Vordergrund ist. Das heißt, wir haben hier in der Tat keinen kompletten Screenshot. Zumindest haben wir keinen triggern können. Das ist eigentlich ein Application-Shot. Im Endeffekt, sie haben sich dann rausgeredet, sie nennen das dann Application Shot. Möglicherweise haben sie damit recht. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass es auch noch irgendwelche Parameter gibt, die man setzen kann, damit man... Könnte man ja auch nachladen. Abgesehen davon können wir sowieso alles nachladen. Aber das ist jetzt, das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Hier sehen wir, wie zum Beispiel, was sendet der Trojaner, also der Client, wenn ein Screenshot angefertigt wurde. Das war für uns natürlich interessant, weil wir auch zum Ziel hatten, eventuell einen eigenen Trojaner zu schreiben, der den offiziellen Server mit Bildern beschießt. wenn man also diesen Header von eben hat mit dem Status 1.6, dann folgt hier ein weiterer Header. Hier sehen wir 32-Bit, also 4 Byte, die Länge der Daten, die dann gleich folgen in Little Endian. Im Endeffekt sind das all die Informationen, die man benötigt, um dieses Protokoll mit dem Server zu sprechen, dass der Server einen auch versteht und glaubt, oh, da kommt jetzt ein wirklich valider Screenshot. Die andere Sache mit dem Upload und Execute, das ist übrigens unser erster Server, den wir gebaut haben, um diesen Trojaner zu exploiten, sage ich jetzt mal. Das ist ein Einzeiler auf der Shell. Wir haben zum Schluss noch ein schönes GUI darum gebastelt, obwohl schön war es nicht, habe ich gehört, aber ich wette, es ist schöner als das, was die Beamten da verwenden. Da gehen wir echt jede Wette. Also das ist auf jeden Fall die Hacker-Variante, die halt cooler aussieht, aber egal. Das ist ein Einzeiler. Wir sehen hier den Befehl, hexadezimal E, das sagt halt, ich habe hier eine Datei für dich, lad die mal und führe die aus. Dann kommen Parameter, die dem Programm dann am Ende übergeben werden. In dem Fall eben die Länge, das sind 16. Die Länge der Argumente, die dem Programm übergeben werden, 16. Dann haben wir als Parameter 16 mal den Buchstaben B. Das ergibt natürlich keinen Sinn, aber wir sehen es später in der Prozessliste auf dem Windows mit dem Trojaner, dass dann das Calc.exe ausgeführt wird mit dem Argument 16 mal B. So, ja, danach kommt eben die Länge des Executables und die Daten dann anschließend selber. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss, um ein beliebiges Executable auf diesen infizierten Rechner zu schieben und auszuführen. Tja, dann müssen wir raus damit, natürlich. Das war dann, ja, eigentlich der Punkt, wo wir... Genau. Also wir haben halt eine Weile hinterher überlegt, wie wir es publizieren und... haben halt zwei Sachen beschlossen gehabt. Zum einen müssen wir sicherstellen, dass wir vorher Bescheid sagen, also dass wir halt dem Innenministerium zumindest irgendeine Art von Warnung zustellen, dass sie noch irgendwie 2-3 Tage Zeit haben, um noch laufende Ermittlungsmaßnahmen zu beenden. Und zum anderen brauchten wir halt ein Medium, mit dem wir so eine Sache vorbereiten können
wo vorher halt nichts durchsickert. Also wo halt einfach die Möglichkeit besteht, halt auch eine relativ große Geschichte zu machen, ohne dass halt wir mit Beeinflussungen seitens staatlicher Behörden rechnen müssen. Und haben dann halt so ein bisschen diskret rumgefragt und am Ende sind wir halt bei der FAZ gelandet, die uns halt ja das beste Angebot gemacht haben dafür. Und zwar Angebot im Sinne der Publikation. Also die, was halt passiert ist, es gab es glaube ich bisher noch nie. Die FAZ hat nicht nur einen großen Artikel gebracht, sondern auch noch 5 Seiten Disassembly gedruckt, also so Full Page. Und also als sie mir das vorgeschlagen haben, habe ich gesagt so, naja, das ist vielleicht nicht ein bisschen übertrieben oder so. Und die meinten halt so, nee, guck mal, wir müssen denen, also allen Leuten da draußen zeigen, wie der Code aussieht, der das Gesetz bricht. Und der Codeausschnitt, der da gedruckt wurde, war auch genau dieser Codeausschnitt, der nämlich dann diese Code Execution macht. Der einzige Teil in dem gesamten Code ist, wo versucht wird, ein bisschen zu verschleiern, was man tut. Ja, also da gibt es halt so eine Funktion. Haben wir die nachher noch im Detail? Ja, ich habe die aber in dem zweiten okay, Teil. Okay, gut. Also kommen wir noch im Detail drauf. Also wie gesagt, der einzige Teil des gesamten Trojaners, wo ein bisschen Verschleierung stattfindet. Und genau den haben sie dann halt gebracht. Ich kann das ja ganz kurz einwerfen. Also das ist ja schnell gesagt, weil die Verschleierung halt auch schnell durchschaut ist. Für die Ausführung von einem Prozess, also für die Eröffnung eines neuen Prozesses, wird eine Windows-API namens Create Process A verwendet. Und dann gibt es da noch ein Shell Execute X. Und diese Zeichenkette wird eben genutzt, um einen Function Pointer aus einer DLL zu laden. Und diese Zeichenkette haben die in 3 Teile zerhackt und anschließend mit String Concatenatern zusammengepastet. Boom. Und anschließend den Function Pointer geladen. Also wir haben ja immer noch versucht rauszukriegen, aus welchem My First Malware How-To sie das sich irgendwie den Trick abgeguckt haben. Aber bisher haben wir es auch nicht gefunden. Also falls da jemand einen Hinweis hat im Sinne des historischen Rekords, wären wir dafür dankbar. Ja, die Geschichte lief dann an einem Sonntag. Interessanterweise hätte man vor irgendwie ein paar Jahren gesagt, auf einen Sonntag geht ja gar nichts, wie kann man denn auf einen Sonntag mit sowas rauskommen? Interessant ist aber, es schlug halt ein wie eine Bombe, weil wir den Sonntag halt für uns hatten. Und der, was wir halt auch so nicht gesehen hatten, dadurch, dass es halt eben gedruckt war, also dieses Disassembly gedruckt war in der FAZ, war klar, man kann es nicht wegdiskutieren. Also der faktische Beweis sind 5 groß bedruckte Seiten Papier. Und kannst du das zweite machen? Was denn Kunst. Sogar Leute dazu inspiriert hat, sich das einzurahmen und an die Wand zu hängen. Und wie mir nachher die Vertriebler sagten von der Zeitung, war die halt komplett ausverkauft, unter anderem deswegen, weil viele Leute sich einfach 2 gekauft haben, weil wenn man es einrahmen will, muss man es ja linksrum und rechtsrum hängen. Ja, also es wurde dann halt irgendwie in den Medien aufgegriffen, dann gab es noch eine Weile Hin- und Her-Diskussion irgendwie, ob es jetzt nun der richtige Trojaner ist oder nicht der richtige Trojaner ist, die sich dann aber in dem Augenblick praktisch am Montag schon dann beendete, als der Anwalt von den Betroffenen, von dem diese Trojaner-Version stammte, dann von sich aus an die Presse ging und sagte so, ist von mir, da gibt es jetzt also nicht so viel darum zu diskutieren, wir haben halt eine klare Beweiskette von diesem Betroffenen zu uns. Also wir können halt definitiv zeigen, dass es halt ein Trojaner ist, der eingesetzt wurde und der dementsprechend halt auch irgendwie nicht wegzudiskutieren ist. So. Und wobei das ja versucht worden war. Ne? Also an dem Montagmorgen hörte ich beim Zähneputzen im Deutschlandfunk ein Interview mit einem CDU-Bundestagsabgeordneten, der so orakelte, so nach dem Motto, naja, wer weiß, was der CCC da eigentlich analysiert hat und es könnte ja auch sein, dass das ja alles gar nicht stimmt und alles nur ganz großer Fake ist. Und das war also der Moment, wo dann der Anwalt sich quasi entschlossen hat, eine Pressemitteilung rauszugeben und zu sagen, hey, von wegen CCC hat da irgendwie was gefaked, sondern das ist halt einfach genau die Festplatte, die bei meinem Mandanten beschlagnahmt wurde. Also da kann man dann nochmal schön nachvollziehen, wer so wer ist in Deutschland, indem man mal nachschlägt, wer dann da versucht hat, irgendwie diese etwas plumpe Diskreditierung zu fahren. Interessant war, dass wir ein bisschen überraschend tatsächlich die Springer-Presse auf unserer Seite hatten.
fanden wir auch sehr überraschend, aber offensichtlich waren die auch bei diesem Thema durchaus willens, halt irgendwie mal im Interesse des Bürgers zu handeln. Kommt gelegentlich offenbar auch vor. Das Presseecho war enorm. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viel, ne? Also an Presseauflauf. Also, oh, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber war schon also so gut. Eins von den Top 3. Man muss schon sagen, dass zu den Urteilszeiten und zu Anhörungszeiten auch schon sehr viel war. Aber hier war natürlich so, dass wir den Inhalt erstmal geliefert haben. Ja. Und wir auch sehr viele technische Nachfragen hatten. Wobei meine typische Erfahrung war leider, wenn man dann anfing, die technischen Details zu erklären, insbesondere bevor der Strafverteidiger das öffentlich machte, sah man immer so, wie sich die bei den Journalisten so die Ohren schließen. Ja? Wenn man versucht, da technisch zu erklären, warum das kein irgendwie Malware-Trojaner aus dem Internet ist, sondern ein Staatstrojaner. Und wir waren uns ja nicht nur sicher wegen des Strafverteidigers, sondern auch technisch sicher. Aber dann haben die immer irgendwie die Ohren zugeklappt, so richtig doll technisch wollten sie dann doch nicht wissen. Naja, und dann gab es halt irgendwie diesen schönen Zeitraum der Konfusion, wo sich die einzelnen Landesinnenministerien und Landeskriminalämter halt komplett in widersprüchlichen Verlautbarungen ergingen, sich gegenseitig widersprachen, Innenministerium widersprach LKA, LKA sagte irgendwas, dementiert es zwei Stunden später, Innenministerium sagt, es weiß von nichts. So, und es ging halt irgendwie überall so los, und zwar deswegen, weil gleich am Anfang das Bundesinnenministerium unseren derzeitigen Innenminister Herrn Friedrich versucht hat, aus der Schusslinie zu nehmen, dem gesagt haben, ja, also von uns kommt es nicht, also es ist nicht unser. So, guck mal in die Länder, so hint. So, und daraufhin sind dann natürlich die Journalisten losgegangen und haben halt alle Länder abgefragt, was halt zu einem heillosen Bild der Konfusion führte, weil natürlich dann auch plötzlich, also da lag unter anderem der pressestrategische Fehler drin von denen, weil dadurch hatte plötzlich jede Lokalzeitung und jeder Lokalfernsehsender einen lokalen Aspekt. Ist es denn auch in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt worden? Was war denn eigentlich in Hessen so? Gab es auch Betroffene in Nordrhein-Westfalen? Ja, da wurden so Zeitungen wie die Ostsee-Zeitung, ja, oder Westfalenblatt, da wurden die zu echt investigativen Journalisten schleudern. Ja. Also, einer der Höhepunkt der Sache war dann halt die, es kam dann ziemlich schnell zu einer Debatte im Bundestag, also gefolgt von einer Sitzung. Wir wollten nur darauf hinweisen, dass wir später nochmal darauf zurückkommen. Achso, wir haben das wieder. Wir können es auch vorziehen, ist ja eigentlich auch Schnuppe. Achso, haben wir das wieder? Wir haben nur einen Plan und eine Struktur, da können wir jetzt nicht so richtig raus, wegen der, na, ihr wisst schon. Genau. Nee, das große, was kam eigentlich danach, das haben wir eigentlich später noch. Genau, ich denke, wir haben jetzt Debatte im Bundestag. Genau, jetzt. Genau, die sagte ich doch gerade. Wie gesagt, es gab dann ziemlich schnell eine Debatte im Bundestag, die durchaus zu einem der Höhepunkte der deutschen Parlamentsgeschichte zählte. Aus zwei Gründen. Zum einen war es, glaube ich, eine der leersten Debatten überhaupt im Bundestag. Es war fast niemand da. Und zum anderen haben wir eine schöne Galerie von parlamentarischen Staatssekretären gehabt, die es so dermaßen bis auf die Knochen blamiert haben. Ein paar Ausschnitte müssen wir euch davon unbedingt mal zeigen. Ist die angebliche Anwendung einer unsicheren Software zur Quellentelekommunikationsüberwachung durch Bundesbehörden. Dieser Vorwurf kam erstmals vom Chaos Computer Club und wurde dann von vielen Seiten hysterisch aufgebauscht, bis hin zur Forderung, dass eine solche Überwachung rechtswidrig sei. Meine Damen und Herren, die Beratung heute, die Aufklärung im Innenausschuss hat gezeigt, dass ein solcher Vorwurf schlichtweg falsch ist. Zunächst einmal die von einem Richter in Ausnahmefällen angeordnete Telekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ, ist ein unverzichtbares Hilfsmittel der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Terrorismus, gegen organisierte Kriminalität. Und wir reden hier allein über diese Formen von Kriminalität. Wir reden hier nicht über Bagatellkriminalität, über Alltagskriminalität. Für diese Formen ist eine solche Überwachungsmaßnahme überhaupt nicht erlaubt und wird in Deutschland auch nicht angewendet. Also wir sehen, es ist alternativlos gegen die Kriminalität im Internet. Aber wir haben noch mehr. Selbstverständlich muss das auch entsprechende Konsequenzen für die Software haben. Wo Quellen-TKÜ draufsteht, darf keine Online-Durchsuchung drinstehen, meine Damen und Herren. Die Vorwürfe des Chaos Computer Clubs
und viele andere, auch hier im Haus, dass der Bund Software einsetzt, die mehr kann als Quellen-TKÜ, ist schlichtweg falsch. Die Telekommunikationssoftware der Bundesbehörden macht keine Screenshots und bedient sich auch keiner Bildschirmkameras oder Mikrofone. Durch eine revisionssichere Protokollierung sämtlicher Schritte ist das auch für den zuständigen Richter kontrollierbar. Und durch diese Protokollierung ist es auch nicht einfach möglich, mal eben andere Schadmodule nachzuladen, weil das nämlich gemacht werden wird. Also wir müssen uns das so vorstellen, diese revisionssichere Protokollierung, die muss ja auf der Seite des Beschuldigten stattfinden. Und man hat manchmal im Einzelfall dann darauf verzichtet, da noch ein MO-Laufwerk hinzustellen, was revisionssicher protokolliert. Also. Aber nur im Einzelfall. Wir wollen aber vor allen Dingen auch nicht, dass wir wollen hier nicht so biased information, ja, wir wollen auch alle Seiten zu Wort kommen lassen. Deswegen war uns auch wichtig, den Innenstaatssekretär, den Kriminalitätsbekämpfer erster Ordnung auch hier nochmal zu Wort kommen zu lassen. Ja, das Medienecho war, wie gesagt, relativ groß, auch heiße titelt und in diesem Kontext ist kontextbezogene Werbung auch manchmal erfreulich. Aber der Spaß ging erst richtig los, genau, als wir gehört haben, dass Digitas gegenüber ihren Kunden, nämlich den Behörden, eine Stellungnahme abgegeben hat und relativ knapp auf so 4 Seiten waren es wohl, mal ein bisschen Position bezogen haben. Also die Stellungnahme wurde uns halt innerhalb von Stunden weiter geleakt, weil sie war irgendwie zu großartig. Also sie mochten offenbar unsere Bewertung nicht. Also wir hatten ja so ein bisschen wertenden Duktus in dem Bericht, geben wir auch offen zu, sie nicht kommentieren. Fanden wir doch ein bisschen schade, hätten wir gerne ein bisschen Gegenwehr gehabt. Ja, man muss sich das ja einfach so vorstellen, diese Digitask-Software wird ja nicht so ohne weiteres auf dem freien Markt verkauft, sondern jedenfalls in Deutschland, vor allem an irgendwelche Behörden. Und da hat natürlich die Luft gebrannt. Ne? Da muss man sich das so vorstellen, da kam in jedem Landesparlament eine Anfrage an das jeweilige Innenministerium. Das heißt, der Innenminister kam unter Druck. Und diesen Druck gibt jeder Minister natürlich nach innen weiter. Und dann müssen die Beamten ganz, ganz viel Papier produzieren, warum das alles völlig okay war, was sie da gemacht haben. Jedenfalls nach außen. Und diesen Druck werden sie natürlich auch weitergegeben haben an die Firma Digitask. Also ich möchte wirklich nicht wissen, was da für Telefonanrufe passierten. So frei nach dem Motto, wir haben euch hier Hunderttausende bezahlt. Ihr habt immer gesagt, das ist total top, was ihr da liefert. Und in Wirklichkeit grillt ihr uns auf diese Art und Weise. Naja, und also die Reaktion von Digitas auf diese Anwürfe, die man sich vorstellen kann, die wiederum hatte eben 4 Seiten und die wollen wir doch jetzt mal auseinander puzzeln. Also was wir vielleicht davor noch sagen müssen, Digitas ist halt erstmal auf Tauschstation gegangen, bevor diese Stellungnahme kam. Und die haben halt ihren Anwalt als Pressesprecher losgeschickt, der dann gegenüber Spiegel TV solche goldigen Sätze sagte wie, naja, ich meine, bei Heckler und Koch regt sich doch auch niemand auf, wenn die sowas verkaufen, nicht wahr? Weil der auch wohl eine lustige Realitätswahrnehmung ist. Ja, oder? Großartig. Ja. Genau. Ja, ist halt Krieg gegen den Terror, ne? Klar. So. Und gegen Kriminalität. Kriminalität auch. Ja. Und dafür brauchen wir natürlich auch Updates. Und man darf dann natürlich auch nur Updates damit machen, wie Digitask hier natürlich hervorhebt. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass grundsätzlich die Beamten oder irgendjemand, das ist ja Closed Source, das ist nicht offen. Das macht dann schon keiner, weil das kennt ja keiner, da nicht zugelassene Funktionen selber zu schreiben und dahin zu schieben oder auszuführen. Das wird einfach erstmal vorausgesetzt. Ja, ansonsten müssen wir euch bitten, hier möglichst stillschweigen zu wahren über das, also ihr habt das nie gesehen. Digitask zieht auch noch ein Fazit, was wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Die Quellen-TKÜ-Software der Firma Digitask ist ein ständig gepflegtes Produkt, das hier in einer fast 3 Jahre alten Version untersucht wurde. Das ist richtig. Die Firma Digitask ist aber ständig dabei, diese Software auf die aktuellen Anforderungen und Sicherheitsstandards anzupassen. Deutsche Wertarbeit. Ja, ständig. Ständig, laufend. Also auch jetzt, also in diesem Moment sitzen die Entwickler von Digitask und verbessern ihr. Da konnte das BKA natürlich nur sekundieren, wir natürlich auch. Es gibt keinen Missbrauch durch BKA-Beamte. Das heißt, wir haben hier auch der Papst
der macht sowas also auch nicht. Also eben haltlose Verleumdung und unseriöse Skandalisierung ist natürlich auch eine echt sachliche Antwort. Ja, absolut. Und falsch ist, wir verschlüsseln in beide Richtungen. Ja. Also das stammt aus dem Sprechzettel des BKA-Präsidenten Zierke, der immer wieder für goldige Statements gut ist. Und der in diesem Fall den Innenausschuss informiert hatte und sich dann hinterher so ein bisschen drüber aufregte, dass sein Sprechzettel irgendwie natürlich auch prompt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und natürlich, der immer gleichbleibende Schlüssel dient zur Verschlüsselung und zur Authentifizierung. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Wir haben eine 3 Jahre alte Version der Software analysiert. Das ist völlig richtig. Und wir sind gespannt, was uns halt nach diesen 3 Jahren so erwartet, weil schließlich wird dieses Produkt ja auch ständig und laufend weiterentwickelt und verbessert. Und gepflegt. Also, ob so falsche Futter genommen. Ob so Trojaner Gesichtspflegecreme gibt. Wollen wir nochmal gucken, was unser Innenstaatssekretär, der ja in Vertretung des leider abwesenden Ministers sprechen musste, dazu zu sagen hat? Weil in 3 Jahren kann sich natürlich auch eine ganze Menge... Anders als bei der vom Chaos Computer Club untersuchten Software, die ja im Übrigen 3 Jahre alt ist, und 3 Jahre ist nun wirklich in der IT eine lange Zeit, findet eben bei der eingesetzten Software des Bundes auch eine Verschlüsselung in beide Richtungen statt. Damit ist die Software auch entsprechend gesichert. Ja, also uns hat es erstmal auch überzeugt. Wir waren eigentlich sicher, ja, Mensch, ja. Ole, ja... Wenn du super. Sagst. Ja, aber dann. Also wir bekamen dann halt im Laufe der ungefähr 2 Wochen waren es bis zu dieser Debatte 3 Jahre spätere Software, also noch weitere Versionen zugestellt, und wir haben dann halt die allerneueste davon genommen, weil wir sind da schließlich fair und haben dann halt einfach die genommen, die am frischesten war, also wo das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht so sehr abgelaufen war. Ach so, wir können uns bei der Gelegenheit auch mal bedanken über die 100-fache Einsendung von E-Mails, die wir hatten von Leuten, die auch den Staatstrojaner gefunden haben. Ja, genau, weil sie ihn sehr gefreut. Also nochmal ein kurzer Hinweis, wenn ihr sowas findet, also wenn eure Antivirus-Software sagt, hey, du hast da so einen Trojaner, der irgendwie so aussieht wie R2D2, guckt erstmal nach, ob er nicht vielleicht das Sample von unserer Webseite runtergeladen hat und dann eure Antivirus-Software geschlagen hat. Also neben einigen echten Einreichungen von tatsächlich Betroffenen hatten wir also doch so eine knapp 3-stellige Anzahl von Leuten, die erst runtergeladen und dann ihre Antivirus-Software beachtet haben. Wir wollen uns auch bedanken über die andere Malware, die uns im Zuge dieser Staatstrojaner-Affäre so zugeschickt wurden. Wir haben jetzt wirklich eine stattliche Sammlung von allem möglichen Malware-Zeug. Wir haben vielleicht noch eine Sache, die wir vorher noch kurz erwähnen sollten, bevor wir auf diesen zweiten Fall kommen, den wir dann ja vergleichend analysiert haben. Wir waren nicht die Ersten, die diesen Staatstrojaner bekommen haben. Wir wissen von mindestens 2 Universitätslehrstühlen, die diesen Trojaner auch untersucht haben, aber damit eben nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir gehen auch davon aus, dass vielleicht noch andere außer diese 2 Gruppen diesen Trojaner untersucht haben, aber damit ebenfalls... Eben nicht. Wissen wir nicht, aber es spielt jetzt auch nicht wirklich eine große Rolle. Der Punkt ist halt schon interessant, dass also offensichtlich deutsche Universitäten in diesen Fragen nicht unbedingt die vertrauenswürdigen Ansprechpartner sind, wenn es um staatliche Malware geht, weil die dann halt im Zweifel überlegen, was ihre Loyalitäten sind. So muss man nur mal für den Hinterkopf behalten. Darüber, dass eben von den Lehrstühlen zum Beispiel Mitarbeiter sich nicht wenigstens mal hintenrum bei uns gemeldet haben, sondern dass es einfach dann in der Schublade verschwunden ist. Also man muss jetzt mal zum Beispiel sagen, bei der Landshuter Festplatte war es so, dass die mal an einen Lehrstuhl weitergereicht wurde zur Analyse, und da gab es dann offiziell die Botschaft, wir haben nichts gefunden. Das heißt, sie haben den Strafverteidiger auch noch belogen, der natürlich zur Verteidigung seines Mandanten auf diese Informationen in gewisser Weise auch angewiesen wäre. Also oder sie haben es nicht gefunden, ne? Das könnte natürlich auch sein. Yeah, right. Ja, ich meine, war ja gelöscht, okay. Ne? Haben wir ja schon gesagt. Muss man nicht finden. Kann man aber. Okay, also wir kommen mal sozusagen dem zweiten Teil. Hier sehen wir ein Diff von einer Funktion, also das sind die einzelnen Basic-Blöcke einer Funktion, nämlich der Funktion, die die sogenannten Updates ausführt. Auf der rechten Seite, die zweite Version, ist mehr Obfuscation eingebaut.
Dazu kommen wir später noch mehr zu den Details. Das ist jetzt einfach nur eine Folie, um einfach zu zeigen, wir haben uns dann halt auch darum bemüht, die genauen Unterschiede herauszufinden. So, wir reden jetzt hier über eine Version vom Dezember 2010, etwa Dezember 2010. 2007 hieß es noch als Antwort des BMI an die SPD-Bundestagsfraktion, dass nicht zu erwarten ist, dass diese Remote Forensic Software entdeckt werden wird. Jedenfalls nicht zweimal. In der Tat hatten wir nach der ersten Veröffentlichung ein und dieselbe Malware, also diese hier aus verschiedenen Quellen zugeschickt bekommen. Sicher ist sicher. Die wurde nämlich mehrfach an VirusTotal submitted. Ob das jetzt Kunden waren oder die Entwickler, ist unklar. Fakt ist halt, dass dieser Trojaner im Endeffekt dadurch in groß verteilt wurde an ganz viele Firmen, die uns das Ding dann einfach zur Verfügung stellten. Wobei man sagen muss, also die verteilen die Software natürlich an einen relativ breiten Kreis. Ne? Und wenn man sich dann vor Augen führt, hardcoded IS-Schlüssel, ne? Und hardcoded IP-Adresse und solche Geschichten, das macht die Aussagen zum Thema, da kann also nichts untergeschoben werden, in einer gewissen Weise peppig. Ne? Das muss man sehen. Also man weiß eigentlich so gut wie gar nichts über das System und kann da auch nicht gezielt angreifen, dann geht nicht. Nein. Also auch wenn man ein Sample hat, nicht. Nein. Nee. Neu hervorzuheben in dieser Version ist, es gibt tatsächlich keine Screenshots mehr. Das heißt, die haben das ernst genommen, was da vorgegeben wurde. Zumindest ist es nativ nicht mehr möglich, diese Screenshot-Funktionalität zu triggern. Der Code ist immer noch da. Also dasselbe Spiel wie vorher, Funktionalität bleibt drin, sie wird halt nur mit minimalen Änderungen disabled. Genau das Gleiche eben mit diesen Multimedia-Funktionen, womit ich das Mikrofon anschalten kann. Der Code war da, aber wir haben keinen Call-Pfad gefunden. Die gleiche Situation haben wir jetzt hier auch. Das lässt natürlich dann wieder einige Rückschlüsse zu auf die Art und Weise, wie sie ihre Software maintainen. Ständig pflegen. Sie haben auch das Protokoll ständig gepflegt und da noch mehr Krypto eingebaut. Also zumindest in diesem einen Punkt hat der Innenstaatssekretär nicht gelogen, sondern also es ist tatsächlich bidirektional. Es war wahrscheinlich doch eines der größten Features, die Sie dann in den 3 Jahren neu entwickelt haben. Ja. Ob Sie dafür noch einen extra, also Bonus so geldmäßig verlangt haben? Das war schon fetter Change. Also würde ich schon sagen, also ich meine, das ist immerhin 50% der, also... Ja. Doppelt so viel Krypto. Ja? Also wie sich denn aus einer Digitask-Stellungnahme ergab, haben Sie tatsächlich mindestens 2 Jahre gebraucht, um diese bidirektionale Krypto zu entwickeln? Es gibt noch ein Feature, dazu komme ich gleich. Anders auch an dieser Weihnachtsedition war, dass die IP-Adresse nicht mehr in USA terminierte, sondern hinter einer QSC-Leitung. Zumindest bei den Varianten, die wir hatten. Wir wissen natürlich aus den politischen Gesprächen, dass auch noch länger als 2008 ausländische Server benutzt wurden, aber nicht in denen, die wir gesehen haben. Ja, und es gibt noch eine weitere Authentifizierung vor diesem Kommando-Dispatcher, wo eben die einzelnen Anforderungen vom Server entgegengenommen und verarbeitet werden. Da gibt es jetzt noch eine Authentifizierung davor, die zeige ich gleich. Es wird weiter Code obfusziert im Kommando-Execution-Teil, also da, wo die Updates eingespielt werden. Es werden 2 weitere Strings werden zerhackt, oder? Ja, das Puzzle werden wir gleich mal zeigen. Das sehen wir auch noch, ja. Und natürlich gibt es auch eine 64-Bit-Version. Das können wir. Ständig Pflege. Willkommen im Jahr 2010. Das ist gar nicht so erfreulich, denn man muss sich ja auch klar machen, dass sich bei uns sehr viele Leute gemeldet haben, die gefragt haben, wie sie sich vor allen Dingen schützen. Und so können wir immer sagen, ja, 32-Bit-Windows kommen, alles andere. Mussten wir natürlich dann zurücknehmen. Also so erfreut waren die Anrufer nicht darüber. Ja, also zur Authentifizierung, das sehen wir hier in diesem Call-Graphen grün markiert, ist eben diese Funktion, die extra noch mit hinzugekommen ist. Wir haben sie hier Checkout genannt und sie wird unmittelbar vor diesem Switch-Statement, was ich vorhin erwähnt habe, ausgeführt. Wenn die Credentials, die dann da von dem Server mitgegeben werden, nicht stimmen, dann wird eben auch dieser Kommando-Dispatcher nicht ausgeführt. Im Disassembly sieht das Ganze so aus, dass...
hier vier Immediate Values auf den Stack gepusht werden als Argumente für diese Checkout-Funktion. Das heißt, sie sind dort hard-coded, wie man leicht erkennen kann. Genau diese Werte, die hier auf den Stack gepusht werden, muss ich im Endeffekt auch übers Netzwerk mitschicken und dann darf ich da auch durch. Also die Bild hatte da eine schöne Überschrift, die lautete: Jedes Flirt-Portal ist besser gesichert. Wie viele Jahre hast du gebraucht, um den Command-and-Control-Server anzupassen an diese Krypto? Das hat, glaube ich, ja, das hat schon mal so echt 2 Stunden gedauert. Also, schon, ja. Also, sicher ist sicher. Wir haben hier noch genau die gleiche Funktion, wird nochmal aufgerufen. Und zwar in dem Bereich, wo das Kernel-Modul registriert werden soll. Auffällig hier ist, dass sie ganz andere Werte benutzen, um da hochzuschieben. Also eine zweistufige Authentifizierung sozusagen. Und die beidseitige Verschlüsselung. Das ist jetzt sehr unübersichtlich, aber wir sehen hier diese sogenannte Code Obfuscation, auf die ich im ersten Teil gar nicht so genau eingegangen bin. Ich habe das jetzt hier stark gekürzt. Wir sehen hier mit dem, was hier gepusht wird, sind eben die Argumente zu den String Concatenatoren. Hier werden Zeichenketten zusammengesetzt. Wir sehen Shell 32.dll, das ist eine Zeichenkette, dann gibt es Shell Execute X, dann gibt es Create Process A, das sind die Zeichenketten, die notwendig sind, um eben den entsprechenden Zeiger aus der Funktion, aus der DL da herauszuholen. Und wenn man das halt so mal nachverfolgt, kommen wir am Ende an den Punkt, wo Create Process A aus Kernel 32 DL geholt wird und ausgeführt wird. Das heißt, wir haben die gleiche Kommando-Execution gefunden, die wir auch schon in der 2008er Version hatten. Und im Endeffekt war das auch wieder ein Punkt, wo wir gesagt haben, habe fertig. Also das ist eigentlich ja, das Übelste, was man hat sich natürlich auf dem BKA verschiedentlich geäußert. Also zunächst mal, wir haben relativ viele Anfragen unmittelbar nach der Veröffentlichung bekommen. Eigentlich am schnellsten war die FDP, muss man so sagen, da ja offenbar in der Regierungskoalition untereinander nicht mehr so richtig viel geredet wird, ja, so beidseitig. Oder verschlüsselt. Also war das FDP-Präsidium zunächst mal vor allen Dingen interessiert an Informationen. Also die wollten gerne wissen, was das eigentlich heißt und wie das auch juristisch zu bewerten ist. Und fast, also ganz, ja, wenige Tage danach haben wir uns also mit dem FDP-Präsidium getroffen. Dann gab es Anhörungen in den entsprechenden Ausschüssen im Bundestag. Welcher war deine? Ich hatte, glaube ich, SPD gezogen, ja. Also bei mir war der Unterausschuss Neue Medien. Also es gab halt verschiedentliche Treffen auf politischer Ebene. Also eigentlich haben mit allen geredet, außer der CDU. Ne? Ach nee, sogar mit der CDU haben wir geredet, ja. Also eigentlich haben wir sozusagen allen Parteien das nochmal haarklein erklärt. Naja, und natürlich einige Veranstaltungen, wo wir darüber gesprochen haben, aber dann auch die verschiedenen Zusammenarbeiten mit den Landesregierungen, weil natürlich die Opposition oft technische Hilfe bei den Anfragen von uns gesucht hat. Also wie formulieren wir die Fragen? Das sind teilweise riesenhafte Kataloge von 50, 60 bis 80 Fragen an die Landesregierung rausgegangen, die teilweise ein bisschen unterschiedlich waren, weil ja die Lokalzeitung immer schon lustige Sachen ermittelt hatten. Also es war doch eine Menge politisches Interesse von sehr verschiedenen Seiten, denn je nachdem, wie die Landesregierung geformt war, haben sich ja da durchaus ganz unterschiedliche Koalitionen gefunden, die da gemeinschaftlich da Fragen gesucht haben. Bis hin eben zu Baden-Württemberg, wo ja die ansonsten überwachungskritischen Grünen ja plötzlich nur die Regierungsverantwortung haben und die Antworten auf diese Staatstrojaner-Fragen entsprechend ausführen, nämlich dass man die unverzichtbar brauche, es sei alles alternativlos und es sei, ihr wisst schon. Also man sieht ja, dass immer mal wieder die parteistrategischen Spiele waren. Ich hatte neulich mal den Link gepostet auf so ein Dokument vom baden-württembergischen Landtag. Habe ich irgendwie so auf Twitter rumgeschickt, gab auch irgendwie tausende von Retweets, weil das natürlich in der Tat spannend ist, wenn eine grün-rote Landesregierung sich für den Trojaner-Einsatz ausspricht. Und irgendwie 10 Tage später oder so bekam ich dann Ad-Reply von der grünen Landtagsfraktion und da hieß es dann, in der Tat, wir sind dafür, aber es geht ja auch nur um Telefonüberwachung. Ja? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Na, wir kennen ja die Argumentation. Also das war
ehrlich gesagt war es auch eine der frustrierenderen Runden halt irgendwie Politikberatung, die wir so hatten, weil also zum einen ist halt das technische Verständnis bei den allermeisten dort, naja, beschränkt sich halt auf irgendwie Solitärspielen auf dem iPad und dementsprechend lassen sie sich halt auch relativ einfach von den Argumentationen der Sicherheitsbehörden einwickeln, die halt sagen, aber wir müssen doch und wir brauchen doch und dementsprechend läuft halt auch die politische Diskussion in diesen Ausschüssen halt gerade bei den Regierungsparteien doch eher in relativ festgefügten Bahnen, so da kommen wir gleich noch drauf, ne? Also man muss sich immer vorstellen, dass die Argumentation ungefähr so läuft. Ja, aber da sind doch die Kriminalität und der Terrorismus und die haben ja da quasi verschlüsselte Kommunikationswege, da müssen wir ran. Und die Gegenargumentation, dass ja diese Quellen-TKÜ on top auf den anderen Überwachungsmaßnahmen ist, dann haben sie also schon das gesamte Festnetz und Mobiltelefonie und so weiter. Ich darf daran erinnern, dass alleine die Bundesbehörden im letzten Jahr 1,69 Millionen Ping-SMS geschickt haben. Das heißt, die haben auch schon Bewegungsprofile. Und also man muss sich immer überlegen, dass wir ja nur davon reden, was sie ganz am Ende noch dürfen. Ja. Und dann sah sich der BKA in mehreren Gegebenheiten dann auch zur Stellungnahme verpflichtet. Also einmal zunächst mal mündlich vor den entsprechenden Ausschüssen im Bundestag und dann aber auch in so einem schriftlichen Statement. Also wo sie ja zunächst mal natürlich sagen, es wird alles protokolliert, schon also die Box, die sie dann beim betroffenen Rechner daneben stellen oder so, revisionssicher natürlich. Die wird unsichtbar gemacht einfach. Also, ja? Ja. Klar. Also das ist natürlich schon eine wichtige Sache, die uns auch ein bisschen am Herzen liegt, denn also wir wollen uns natürlich jetzt auch nicht vor irgendwelche Verdächtigen stellen, die da vielleicht zu Recht abgehört werden, ja, das mag ja alles sein, aber zumindest jeder hat auch ein Recht darauf, sich zu verteidigen, dafür braucht natürlich der Strafverteidiger auch die Mittel. Die Beweissicherheit der damit erlangten Beweise ist natürlich von vornherein kritisch, also wie sich, glaube ich, aus der technischen Analyse ziemlich genau ergibt. Naja, und das systemtechnische Protokoll ist aus der Bedienoberfläche heraus nicht manipulierbar. Sie haben bestimmt recht. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass Sie da ganz, ganz viel recht haben. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall administrative Zugänge. Ja, da waren wir dann auch wirklich überzeugt, wollten auch schon aufhören, aber... Einer geht noch... Die gelieferten Tools werden abgelegt, um deren nachträgliche Prüfung zu ermöglichen. Also Tools meinen Trojaner. Also, das ist interessant. Vielleicht haben sie sich auch deshalb der Platte gelassen. Wahrscheinlich, das... Ja, das jetzt, also jetzt fällt mir das doch erst auf. Also im Zuge dieser Debatte kamen halt ja so verschiedene Merkwürdigkeiten in diesem ganzen Verfahren hoch. Also langsam kristallisiert es sich heraus, wie es so funktioniert. Und also wir haben es spezifisch mal für ein Bundesland mal so ein bisschen im Detail erfahren. Und es ist tatsächlich so, dass das Bundesland sagt halt, ja, wir hätten gerne für einen Fall mit diesen und jenen Rahmenbedingungen halt eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Und dann bekommen die von Digitas den Trojaner zum Installieren, wie auch immer, durch irgendwie E-Mail oder durch irgendwie physisches Einbringen auf den Computer, wenn sich dazu die Gelegenheit ergibt, zum Beispiel bei einer Personenkontrolle oder ähnliches. Und sie bekommen dazu einen konfigurierten Computer, der bei ihnen in die Abteilung gestellt wird und da kommen die Daten an. Das heißt also, die haben mit der gesamten Technologie überhaupt nichts zu tun. Das heißt, die wissen auch nicht wirklich, was da passiert. Und also der Staatssekretär hat das ja dann noch so schön gesagt, so was sie dann da eigentlich tun, ist halt sie prüfen das System, indem sie da halt auf die Knöpfe drücken. Ne? So. Mal gucken, was passiert. So. Und ja. Das ist bestimmt so ein Nadeldrucker angeschlossen, der dann die Screenshots ausdruckt. Genau. Revisionssicher, nicht wahr? Und genauso sind dann halt eben auch diese Antworten. Also in diesem Kontext muss man das halt sehen. So aus der Bedienoberfläche, also da braucht man mindestens einen Systemadministrator für. Also es gab natürlich neben diesem BKA Statement, die Folie, warte mal, sollte doch eigentlich noch die andere kommen, Entschuldigung. Wir hatten doch noch die Reaktionsfolie davor, oder? Nein. Ah, okay, Entschuldigung, bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah. Dann musst du das machen. Okay. Ja, keine Ahnung, vielleicht hast du recht, aber ich glaube nicht. Die ungewollten Konsequenzen, die sehen wir ja doch sehr deutlich bei den Punkten, die wir ganz besonders aufgezeichnet haben. Wir haben, wie wir ja auch schon Jahre vorher gesagt haben,
durch die Erweiterung eines Computers, durch einen Staatstrojaner, vergrößern wir im Endeffekt auch die Angriffsfläche. Das heißt, Fehler in der Software Trojaner, die können genauso ausgenutzt werden durch irgendwie Malware automatisiert oder durch gezielte Angriffe, durch bösartige Benutzer, durch Leute, die im Endeffekt den Rechner kompromittieren wollen und da den Weg über den Trojaner gehen. Oder aber auch Dienste, die zum Beispiel Interesse an den Daten haben. Ja. Weil schließlich haben wir ja die Fälle, die jetzt öffentlich geworden sind, sind ja auch einige aus Sicht der Wirtschaftsspionage interessante Fälle dabei. So, und das haben wir im Endeffekt demonstriert in der Version aus 2008. Wir haben beliebige Programme da hochladen können. Wir haben auch testweise eigene Executables da hochgeschoben, die eben eine Raumüberwachung durchführen können. Und das haben wir gezeigt, das ist im Endeffekt bewiesen. Es gibt dann noch dieses Kernel-Modul, wo auch sehr viel Code enthalten war, der unklar war, der offensichtlich auch tot, also stillgelegt war zu diesem toten Code und insbesondere eben dem Windows-Kernel-Treiber. Äußert sich Digitask, dass der CCC ja auch bestätigt hat, dass hier nicht zugelassene Funktion, also der Keylogger, der da so quasi mitgeliefert wird und auf diesem System dann also auch vorhanden ist, dass der ja nicht aktiviert werden kann. Und also um es nochmal zu erläutern, in diesem Kernel-Modul waren alle Komponenten bis auf minimale Auslassungen, die man für einen Low-Level-Keylogger braucht, also der alle Tastatureingaben auf dem Computer mitloggt. Und um dem jetzt nochmal irgendwie ein Statement entgegenzusetzen, wir hatten dann einige Tage, nachdem wir das veröffentlicht hatten, noch etwas Feedback bekommen. Also jemand hat, ich glaube es war Pastebin. Irgendwo auf landete. Pastebin landete dieses wundervolle Programm, was im Endeffekt diesen toten Code aktivierte und ein Keylogging zuließ. Ja, da geben sich auch ganz neue Probleme, über die wir in Zukunft dann nachdenken können. Also muss alles berücksichtigt werden. Also wir haben es leider nicht geschafft, eine der Parteien zu überzeugen, die Frage nach den vertikal betriebenen Turing-Maschinen in die parlamentarischen Anfrage aufzulegen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Aber diese Stichworte und gerade das Stichwort Turing-Maschinen macht natürlich schön deutlich, wo auch bei dem Einsatz solcher Software ein großes Problem liegt. Ne? Jetzt mal aus der Perspektive der Justiz ist natürlich völlig klar, da kann man überhaupt gar nichts mehr prüfen. Ne? Also auch bei einer Telefonüberwachung stellt man sich natürlich jetzt nicht hin und guckt mal, welches Kabel geht da jetzt in welchen Schaltschrank und so, das ist schon klar. Aber man hat immerhin noch eine gewisse Vorstellung davon, was eigentlich so ein zum Beispiel ein Provider macht, wenn er eine Telefonüberwachung schaltet. Wenn man solche Software einsetzt, die ja auch aus Sicht der Behörden, also der Landeskriminalämter zum Beispiel, eine Blackbox ist, ne, die ja selber überhaupt nicht wissen, was sie da tun, die nur so eine fertige Lösung in ihr Büro gestellt bekommen, da muss man einfach sagen, das ist vollkommen unüberwachtes Handeln von zum Beispiel Digitask. Ne, die vorwerken in den Rechnern von irgendwelchen Beschuldigten herum. Natürlich gibt es da immer irgendeinen richterlichen Beschluss, der das genehmigt, aber der Richter weiß überhaupt nicht, was er tut letzten Endes. Das muss man sich mal klar machen. Der weiß allenfalls, dass er eine Quellen-TKÜ anordnet, aber er könnte natürlich genauso gut irgendwie Murks 32 anordnen. Da wüsste er genauso wenig, was es damit eigentlich auf sich hat. Haben wir das eigentlich mal erwähnt, dass niemand im Land, im Bund, niemand beim BKA, LKA, nicht ZKA, nicht Bundespolizei, nicht bei den Diensten, wissen wir es nicht, niemand hat diesen Quellcode. Ne? Also nur, was soll das mal festhalten? Das heißt, natürlich auch nicht der Richter. Der Richter musste sich letztlich in dem Landshuter-Fall, ist das ja auch mal ganz klar geworden, verlassen auf die Aussagen, die ein LKA-Mitglied, Beamter machte, schriftlich. Und der natürlich auch den Quelltext nicht hatte. Also das ist so ein lustiges Überbandespielen, also wo der Blinde den anderen Blinden berät. Und der Richter hatte aus unserer Sicht natürlich nie eine Chance. Mal abgesehen davon, dass die LKA-Papiere zumindest in manchen Teilen hart an der Wahrheit vorbeigehen. Das heißt, der Richter muss sich natürlich auf Aussagen verlassen des LKAs, die er unabhängig ohnehin nicht prüfen kann. Ja, also nur kurz zur Erläuterung dazu. Es gab eine Anordnung von einem Richter am Amtsgericht. Das ist so quasi die erste Instanz. Daraufhin haben die losgelauscht. Und als dann der Verteidiger Monate später in den Akten diese Screenshots fand, ja, und so schlau war, sich zu sagen, hey, da stimmt was nicht. Wieso Screenshots von meinem Rechner? Da muss ja wohl ein Trojaner am Start gewesen sein. Ja? Daraufhin hat er also Beschwerde eingelegt. Dann musste das Landgericht
den Landshut darüber entscheiden. Und im Zuge dieses Verfahrens hat das LKA Stellungnahmen abgegeben gegenüber dem Gericht und hat damit quasi so die wesentliche Grundlage geliefert dafür, dass das Gericht sagen konnte, hopp oder top, legal oder illegal. Und wie Konz schon sagt, also diese LKA Stellungnahmen, die sind irgendwie auch durchgesickert und da muss man schon sagen, da stimmen eben so ein paar Sachen nicht. Aber vielleicht wussten das auch nicht besser, das kann natürlich sein. Und ja, wenn man jetzt mal noch andere juristische Fragen, zum Beispiel danach, wie manipulationssicher sind denn überhaupt die Ergebnisse davon stellt, da haben wir uns natürlich dem auch technisch mal angenähert mit unserer Fake-Evidence-Schleuder. Ja, wir haben ja festgestellt, in der zweiten Version wurde ja die Screenshot-Funktionalität stillgelegt. Wir haben uns dann gefragt, ob die möglicherweise auf der Behördenseite, also auf der Serverseite, vielleicht noch aktiv ist und ob man nicht einfach unerwünscht eingesandte Screenshots, also ob die da nicht auch weiterverarbeitet werden. Und deshalb gab es dann ein kleines Perl-Skript, was den Trojaner Skriptchen emuliert hat. Über dieses Perl-Skript konnten wir dann zeigen, dass wir beliebige Bilder an den Server der Behörden schicken können. Daher eben Fake-Evidence-Schleuder. Der Quellcode für dieses Perl-Skript wird natürlich genauso wenig veröffentlicht wie der Quellcode für unsere wundervolle GUI, die wir hier sehen. Selbstverständlich hat unsere beschuldigte Zielperson mit dem Trojaner keine Rick Astley-Bilder angefordert. Das war dann, also Fake Evidence. Das war dann unser Fake Evidence also, Perl-Skript. Weil wir gerade den Screenshot oben haben, die Hauptkritik, die wir bekamen für diese Benutzeroberfläche für den Trojaner war, dass sie nicht den Mac OS X Coding Guidelines for User Interfaces entspricht. Wir möchten uns dafür in aller Form entschuldigen. Aber zum Glück musstet ihr die Software ja nicht benutzen. Genau. Also wir haben jetzt noch eine kleine Übersicht, was dann letztlich zusammengetragen wurde, wo dieser Staatstrojaner überall im Einsatz war. Da sieht man an den schwarz markierten Bundesländern allerdings natürlich nur die Landesbehörden, jeweils ohne Dienste. Bei den Bundesbehörden, die ja hier Bundespolizei und BKA sind, da gibt es eine gesonderte Antwort, da kann man natürlich den Bundesländern nicht unbedingt zuordnen. Und auch beim Zollkriminalamt, das ja dem Finanzministerium und damit Schäuble unterstellt ist, haben wir natürlich jetzt keine Zuordnung gemacht. Möglicherweise würde dann die Bundesrepublik jetzt als schwärzer aussehen, ist möglich. Wir haben sich verschiedene Projekte gebildet, die ausgewertet haben, die auch die Zahlen zusammentragen, aber es fehlen aus einigen Bundesländern noch die Antworten. Wir können aber letztlich davon ausgehen, dass wir so etwa 70 bis 80 Fälle haben, von denen allerdings auch so einige nicht auf das System gelangt sind. Das heißt, es gab vor allen Dingen im Bereich des Zollkriminalamts einige Versuche, Trojaner zu installieren, die fehlgeleitet sind oder aber keine Daten ausleiten konnten. Die näheren Umstände davon sind uns nicht bekannt und alles, was die Dienste betrifft im Bund und im Land, ist nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages einzusehen, was die Abgeordneten machen können, allerdings nicht darüber sprechen dürfen. Also wir wissen weiterhin natürlich im Bereich der Dienste gar nichts. Stichwort Zoll noch mal ganz kurz. Wir wissen immerhin in einigen wenigen Fällen, wie die Software installiert wurde, nämlich zum Beispiel im Landshuter Fall. Da ist es so gewesen, dass der Beschuldigte, der ein Händler war, bei der Einreise am Münchner Flughafen mal seinen Laptop abgeben musste und dann haben die Behörden, die Behördenmitarbeiter dann den Laptop mal in so ein Nebenzimmer gebracht. Er musste vorne warten, vielleicht seine Schuhe ausziehen oder so und währenddessen ist auf diesem Rechner eben diese Trojaner-Software aufgebracht worden und hat von da an fleißig gefunkt und praktisch für die Behörden war, dass dieser Laptop auch noch eine eingebaute UMTS-Schnittstelle hatte. Das heißt also, man musste noch nicht mal darauf vertrauen, dass der irgendwie im WLAN ist, sondern der hat also in der Tat mehr oder weniger nonstop Screenshots angefertigt. Es ist nicht die regelmäßige Methode, wie wir jetzt aus den Antworten in den Ländern und im Bund wissen, sondern die typische Methode war die E-Mail und passenden Anhang dieser E-Mail. Aber wahrscheinlich nur deshalb, weil der physische Zugriff sicherlich eher aufwendig ist und man in der Regel der Behördenkooperation wie hier, also mit zum Beispiel den Flughafenbehörden suchen muss. Also der Spiegel hat allerdings noch den Verdacht geäußert, ganz sicher war das wohl auch nicht, dass einer der bayerischen Fälle auch bei einer Hausdurchsuchung installiert wurde, was auch glasklar illegal wäre. Ne? Das wäre auch Verletzung der
das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, oder? Ja, man darf natürlich, wenn man einen Durchsuchungsbeschluss hat, die Wohnung durchsuchen, aber man darf natürlich nicht den dort befindlichen Rechner verwanzen. Man kann mitnehmen und analysieren, aber man kann nicht verwanzen grundsätzlich. Naja, aber das ist natürlich nicht bewiesen, aber das war so die These des Spiegel in einem zweiten bayerischen Fall. Wir haben natürlich über die Reaktion jetzt teilweise schon gesprochen. Zunächst mal ging es hickhack darum, ob man zu einem Einsatzstopp kommen sollte. Da hieß es erst ja, nein, vielleicht und jetzt am Ende nein. Und wir haben, also zumindest ich auch selbst, aber auch einige andere im Chaos Computer Club arge Beschwerden darüber bekommen, dass eben jetzt die Software durch die Veröffentlichung ja nicht mehr einsatzfähig sei. Das ging ja gar nicht. Also ich musste mir so einige anhören im Unterausschuss Neue Medien. Aber nun ja, zum anderen die Idee, die Kompetenz jetzt zusammenzuziehen und also ein Kompetenzzentrum zu bilden und also dort vor allen Dingen auch einen Kriterien- und Anforderungskatalog zu entwerfen, den es ja offenbar oder zumindest bis zum heutigen Tage für diese Software nicht gibt. Also der Plan ist, dass man erkennt, dass also die Kompetenz in den Ländern, also in den LKAs, nicht so hart vertreten ist. Und man deswegen versucht, in einer gemeinsamen Kompetenzzentrale im BKA die geballte Kompetenz zu sammeln und dort halt einen Anforderungskatalog zu gestalten, auf den sich dann alle Länder einigen, weil wir haben ja föderales System in Deutschland, die können also die nicht dazu zwingen. Und sie wollen es dann so machen, dass sie sagen, okay, es gibt es dann halt ein bisschen billiger und dafür einigen wir uns darauf, dass wir alle diesen Anforderungskatalog erfüllen. Das Problem, was sie jetzt haben, ist natürlich, es gibt gerade ja nur nicht so, also ich meine, so Trojaner, also Kommerz-Trojaner-Hersteller gibt es halt nicht so viele und schon keine Sicherheitsüberprüften, was ja angeblich der Grund war, wieso sie damals bei Digitas gelandet sind. Einer Firma, die dafür bekannt ist, dass sie schon ausführlich deutsche Behörden bestochen hat und trotzdem halt diesen Auftrag bekam. Jedenfalls, die reden gerade mit Digitas und die reden gerade mit Gamma, beziehungsweise Elermann, ist ja die deutsche Gamma-Distribution. Gamma ist aufgefallen, als dadurch, dass sie Akten hinterlassen haben im ägyptischen Stadtsicherheitsministerium, wo sie dann von Aktivisten gefunden wurden. Das heißt, es ist eine doch eher etwas arge Grauzonenfirma, mit denen redet das BKA, aber trotzdem offenbar, um da den nächsten deutschen Staatstrojaner bauen zu lassen, als Interimlösung für das, was die langfristige Lösung sein soll, nämlich der große Plan. Und vielleicht noch eine letzte Sache, woher wissen wir, dass es auch Verhandlungen mit... So, dass der große Plan ist mal wieder ein großes deutsches staatliches Software-Großprojekt. Also es ist zu deutsch, sie wollen halt im BKA die nächste Trojaner-Generation selber schreiben. Also wird also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Bundestrojaner 2.0 und der Gesundheitskarte wahrscheinlich. Ne? Genau, und Elena und der Arbeitslosensoftware. Ja, und dem Personalausweis 5.0 mit genetischen Daten und subkutaner Entnahme. Mhm. Ja. Also wir wissen aus den Antworten aus der Bundesregierung, dass tatsächlich von Gamma auch eine Produktpräsentation, für die sie einige 1.000 Euro bezahlt haben, gemacht wurde. Aber der Großteil der Gelder wurde natürlich schon in die Firma Digitas gesteckt, also die war der Hauptlieferant. Und jetzt soll eben alles anders werden. Wenn es denn mal einen Anforderungskatalog geben sollte, dann wollen sie es halt selbst entwickeln. Und nach wie vor, das ist so wie in der Antwort 2007, hat BKA auch diesmal wieder im Unterausschuss Neue Medien gesagt, dass sie selbstverständlich auch selbst genügend Sachverstand hätten, das zu tun. Es hieß ja auch mal, dass man ja mal die Entwickler der Firma Digitask anstellen könnte in den Behörden, weil so viel Kompetenz sei ja dann auch notwendig und wichtig, wenn man die halt selber hat. Also. Wir hörten ja, dass es bei Digitask doch eher eine erhöhte Mitarbeiterfluktuation gibt. Also wenn sich da jemand, zum Beispiel früherer Mitarbeiter oder auch sonst wie sein Gewissen entdecken, da wir würden ja auch gerne ein paar Kontakte. Also wir stehen für Gewissenerleichterung zur Verfügung, wollen wir damit nur sagen. Das, also weil, ich meine mal, den Quelltext anzugucken, da hätten wir auch Interesse dran. Also wir würden so unter dem Open-Data-Aspekt würden wir auch den Quelltext befreien, damit die Behörden auch mal reingucken können, was sie da eigentlich einsetzen. Ne? Ja. Ja, also würden wir sehr open. Naja, letztlich,
Wir haben verschiedene Seiten an diesem Trojaner auskanalisiert, die sich aus der Technik ergeben. Aber ich denke, der politisch größere Skandal ist sicherlich der, dass das Urteil, was ja jetzt eben nicht nur in der IT 3 Jahre eine lange Zeit ist, sondern auch für den Gesetzgeber, der die rechtlichen Vorgaben zu machen hat, eine lange Zeit ist, dass das Urteil eigentlich ignoriert wurde. Teile davon wurden kopiert ins BKA-Gesetz. In wenigen Landesgesetzen gibt es eine Regelung, aber diese Regelungen sind auch zum großen Teil nicht ausreichend und entsprechen nicht dem, was im Urteil, wo wir ja eingangs darüber gesprochen haben, steht. Nämlich, dass man die technischen Vorkehrungen definiert und die rechtlichen Vorgaben eben auch einfach gesetzlich umsetzt. Und da ist natürlich auch ein gewisser Disrespekt gegenüber dem Gericht, was mir eigentlich aus anderen höchstrichterlichen Urteilen so nicht bekannt ist, dass man schlicht ignoriert, was da eigentlich steht. Und jetzt auch in der aktuellen Debatte, wir uns immer anhören konnten, naja, es gibt da verschiedene juristische Meinungen, also so richtig unzulässig ist es ja eigentlich gar nicht. Das heißt, hier wird auch negiert, was im juristischen Schrifttum steht. Das sind übrigens so wenige Aufsätze, dass man die noch selber lesen kann, macht sogar etwas Spaß, denn sind ja sehr viele technische Aspekte in diesen juristischen Papieren. Ja, wir haben also das Problem, dass eigentlich hier das Urteil weitgehend ignoriert wird, zumindest aber die Landes- und der Bundesgesetzgeber keinen Handlungsbedarf sehen, was wir natürlich grundsätzlich anders sehen. Ja, und das ist nämlich der interessante Punkt. Normalerweise braucht man immer, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, braucht man immer ein Gesetz, wenn man irgendwelche Eingriffe machen kann. Hier müsste man tatsächlich mal ein Sperrgesetz erlassen, weil die Behörden einfach ohne Gesetz lauschen. Ne? Beziehungsweise Gesetze, die für andere Lauschvorgänge eigentlich mal gedacht waren, für diesen Zweck umbiegen. Und das ist schon in einem demokratischen Rechtsstaat ein starkes Stück. Das muss man ganz klar sagen, wenn solche Sachen vorkommen. Schauen wir mal. Ne? Der Schlüssel zum Problem ist hier eben die Strafprozessordnung. Da gibt es bislang Regelungen zum normalen Lauschen, da sprachen wir schon drüber. Und die Frage ist, was wird jetzt eben mit dem Trojaner-Einsatz? Und da werden wir mit Interesse verfolgen, was im politischen Raum da weiter diskutiert werden wird in den nächsten Monaten. Denn wir haben auch sozusagen, also wir, die wir ein Team repräsentieren, das an diesem Staatstrojaner gearbeitet hat, natürlich auch selber intensiv darüber nachgedacht, auch nachdem wir natürlich jetzt vom Gesetzgeber häufig aufgefordert wurden, doch mal endlich eine ordentliche Spec zu liefern, wie denn so ein Quellen-TKÜ-Trojaner eigentlich aussehen sollte. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie soll es eigentlich weitergehen. Zum einen... Das hatte ich kurz erwähnt. Also. Ja. Könnten das Kompetenzzentrum aufbauen. Also man könnte nicht nur Banken verstaatlichen, sondern auch Digitask war gerade der Vorschlag, ne, der allerdings wohl aus der Unionsecke kam, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man einfach Digitask aufkaufen könnte und schon hätte man so eine Art Kompetenzzentrum. Na gut. Kompetenzzentrum. Also das heißt, wie weiter? Die Frage, die sich über die wir, glaube ich, auch intern in dieser Gruppe, die sich ja intensiv mit diesem Trojaner auseinandergesetzt hat, immer wieder gestritten haben, ist die Frage, kann man sich dieser immer wieder geäußerten Forderung, dass dieses Mittel zum Kriminalitätsbekämpfen unverzichtbar sei, kann man sich dem verschließen. Das heißt, ist eine Forderung danach, dass sie die Rechner nicht infiltrieren sollen, um diese Kommunikation abzuhören, überhaupt durchsetzbar. Und da scheint mir ein bisschen der Blick in die Zukunft wichtig, sich also zu fragen, wenn wir heute für das Abschnorcheln von Skype oder anderen Voice-over-IP irgendwelchen Protokollen, die sich noch laufende Kommunikation nennen können. Wenn wir das zulassen, wo geht eigentlich dann die zukünftige technische Entwicklung hin? Und wo bleiben die Antworten darauf, die wir von Anfang an gestellt haben, warum man nicht einfach, wie man es bei anderer Telekommunikation macht, sich an den Anbieter wendet, was ja offenkundig in anderen Ländern funktioniert und hier in Deutschland offenbar zu umständlich ist, wenn man sein Fax nach Luxemburg, wo ja Skype sitzt, schicken muss. Also ich finde, dass nicht die Techies und wir schon gar nicht in der Pflicht sind, jetzt Kriterien für den verfassungsrechtlich unbedenklichen Trojaner zu bringen, sondern letztlich geht es darum, dass die Ermittler die verdammte Pflicht haben, das mildeste Mittel einzusetzen, an die Informationen letztlich zu kommen. Und das wäre, sich an den Anbieter zu wenden. Und ich glaube, bevor diese Bringschuld, doch mal zu sagen, wieso es denn nicht geht, bei Skype direkt abzuschnorchen, nicht gebracht ist, sehe ich auch keinen Bedarf darin, hier über die tatsächliche konkrete technische Umsetzung überhaupt noch zu debattieren. Es fehlen die rechtlichen Grundlagen, haben wir festgestellt, die hätten wir erstmal gern.
Und dann natürlich die Frage, was ist das mildeste, auch verhältnismäßigste Mittel, ohne in unsere ausgelagerten Gehirne hinein zu trojanisieren? Zumal ja die Frage sich natürlich stellt, wenn wir jetzt zulassen, dass zum Beispiel Computer oder Telefone trojanisiert werden, unter der Maßgabe Quellentelekommunikationsüberwachung, wo ist dann genau die Grenze? Also wir können ja absehen, dass in den nächsten Jahren wir immer interessantere Implantate haben werden, die halt irgendwie mit sagen wir mal, Hörgeräten anfangen, die dann irgendwann zu Headsets werden und später, keine Ahnung, zu Livecams werden oder was auch immer. Also ist klar, dass der technische Fortschritt da nicht stehen bleibt, sondern irgendwie rasant weitergeht. Und dementsprechend, wenn halt es jetzt durchgeht, dass man halt solche informationstechnischen Systeme problemlos trojanisieren kann, zumal möglicherweise eben sogar noch unter einer normalen Abhöranordnung, dann ist vollkommen klar, dass diese Schranke, die das Bundesverfassungsgericht versucht hat aufzurichten, indem sie gesagt haben, hier ist mal Schluss, hier ist jetzt mal Ende, dass die dann brechen und bröckeln wird. Und eines der Probleme, was wir da halt haben, ist, es ist verdammt schwer festzustellen, dass eine Software eine bestimmte Funktion nicht hat. So, man kann mit relativ begrenztem Aufwand feststellen, dass sie eine Funktion hat, indem man sie halt zur Not reverse-engineert und nachweist, dass diese Funktion da vorhanden ist. Aber dass sie eine bestimmte Funktion nicht hat, der Aufwand ist sehr groß und mit letztlicher Sicherheit lässt es sich eben nicht sagen, da sind wir eben wieder beim Halteproblem. Mhm. Also einem der fundamentalen Probleme der Informatik. Und genau dieses Problem Politikern und Juristen verständlich zu machen, ist nicht so einfach, weil die haben halt so eine relativ deterministische Vorstellung von Software, ne? Obwohl denen dauernd zweimal am Tag ihr Word abstürzt, wo sie eigentlich wissen müssten, dass Software sich nicht deterministisch verhält, sind sie irgendwie der Meinung, dass so ein Trojaner so eine total deterministische, fehlerfreie, nur das, was es tun soll, Software ist, die man halt problemlos und bedenkenlos einsetzen könnte, wobei gerade eine Software, die man in ein unbekanntes System hineinschiebt, die da Dinge tun muss, für die das System nicht vorgesehen ist und möglicherweise sich noch mit Antivirus-Software und dergleichen Dingen mehr auseinandersetzen muss, gerade da steigt ja die Unvorhersagbarkeit ins Unermessliche und trotzdem wird irgendwie angenommen, dass man das schon irgendwie in den Griff bekommen könnte. Und ja, da sagen wir, tut uns leid, da redet ihr einfach gerade am Stand der Technik vorbei. Da ist also nichts, wo man sagen kann, dass es absehbar wäre, dass sowas zum jetzigen Stand der Dinge problemlos möglich wäre. Und ehe ihr nicht zeigen könnt, dass ihr diese Software so weit im Griff habt, brauchen wir eigentlich darüber nicht weiter reden. Weil es da keine Möglichkeit gibt, wenigstens zu sagen, was ist eigentlich auf diesem Computer hinterher passiert. Ja. Und es gibt ja auch noch einen letzten Punkt, jetzt eher so aus der rechtspolitischen Sicht. Man muss ja mal die Überwachungsgesamtrechnung aufmachen, wie das Peter Schaar, der Bundesdatenschutzbeauftragte, neulich so schön sagte. Es gibt ja schon einen bunten Strauß an Ermittlungsmaßnahmen. Ne? Und wenn es denn wirklich um Terror geht, wenn es denn wirklich um gravierende Straftaten geht, dann hat man zum Beispiel auch den sogenannten großen Lauschangriff. Ne? Wir haben die normale Telefonüberwachung, wir haben Hausdurchsuchungen, wir haben den großen Lauschangriff, wir haben Beschattungen, wir haben... V-Männer. V-Männer, ja. Nicht zu vergessen. V-Männer. Wir haben V-Personen, wir haben einen ganz bunten Strauß. Wir haben, wenn die Polizei wirklich den vollen Katalog einsetzt, haben wir quasi ohnehin schon den gläsernen Bürger. Und deswegen würde ich auch sagen, auch aus Sicht der Justiz, wir brauchen keine weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel Online-Durchsuchung oder Quellen-TKÜ. Also ich persönlich halte das nicht für notwendig. Der Bereich, den man tatsächlich noch nicht überwachen kann, ist ohnehin extrem schmal. Und ich denke, in einem Rechtsstaat ist eben die Grundannahme, dass die Polizei und die Justiz auch nicht alles dürfen. Es muss einen schmalen Bereich geben, eben sowas wie die digitale Intimsphäre. Und deswegen würde ich sagen, klares Njet zu jedem Trojaner. Genau. Wir kommen also zu dem Schluss auf die... Man sieht also, unser Forderungskatalog ist verdammt kurz. Wir sind da also zu dem klaren Nö gekommen und wir wollen uns gerne bedanken. Wir wollen uns bedanken bei denjenigen, die mitgearbeitet haben, denn durch die Veröffentlichung hatten wir doch auch einige interessante Hinweise und nicht wenige haben sich tatsächlich auch mit den Daten, die wir veröffentlicht haben, noch weiter befasst. Wir bedanken uns für den unglaublich vielen positiven Zuspruch. Wir hatten eine Welle an Flausch, es war kaum zum Aushalten. Also da freuen wir uns natürlich auch, denn es war nicht wenig Arbeit und wir hoffen natürlich auch auf weitere Zusendungen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.